Meine Damen und Herren, Life is Strange 2, Episode 3. Es ist der 9.05.2019, 18.20 Uhr. Ich freue mich sehr darauf, endlich weitermachen zu können. Wie lange haben wir gewartet? Zu lange. 29.01. war das letzte Mal. Jawoll, Junge. Digga. Einfach 4 Monate gewartet drauf. Once upon a time, in a wild, wild world, there were 2 wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together, but one day, hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone. And they had to find a new home. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. And then they worked together to learn how to use his power and to follow the rules for them. Mushroom. They discovered a secret hideout where they could train day and night. They were happy. But the little wolf got very sick, so they had to move on. On the way, a deadly predator attacked them. But they scared it away. Es ist so schön gezeichnet. They decided to journey to the home of their nearby ancestors to seek help. Ist übrigens eine Zusammenfassung von Episode 2. Finally, the tired and hungry brothers made it to the home of their ancestors. The old wolves invited them to stay. They even took care of them. They were happy to have a safe, warm place to rest. The little wolf even made friends with a raccoon, and together they went on awesome adventures. Unfortunately, hunters were hot on their trail and found them. But the tiny raccoon helped the brothers escape and got badly hurt. The brothers had nowhere to stay again, so they decided to keep going south to the distant homeland of their papa wolf. Badly hurt, größer als dead, würde ich sagen, I guess. Klim, danke dir für 5 Monate. Willkommen zurück. Boah, die Zusammenfassung, ne? Selbst dieser Vergleich einfach, diese Metapher mit den Wölfen, es ist so nice. Es hätte alles so einfach sein können. Das normale Teenie-Leben.
No way, you little shit. Daniel, get your ass over here now. 3 Monate so busted. Vor dem Vorfall. Oh mein Gott, das Game ist in 144 Hertz. Es ist ein Traum. Hä? War das Game schon vorher 144 Hertz? Es ist so geil gerade zu spielen. Hä? Als ob es einfach 144 Hertz ist. Leute, soll ich die Alerts komplett muten? Dann müsst ihr es mir sagen. Ich kann sie gerne meinetwegen komplett muten. Aber die Sounds sind schon voll leise. Also wenn einer mal subben könnte, testweise, es ist wirklich sau leise. Aber ich kann es gerne ausmachen. Oh mein Gott, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich gerade darüber freue. Weil dieser Part vom Spiel war das halt, das war... Bits sind by the way komplett aus. Max Money, danke dir für 1500 Bits. Das Ding ist, das ist halt, das ist der schönste Part in dem Game. Wirklich, dieses normale Leben. Es ist wirklich, ich würde es lieben, ich würde das Spiel nochmal für den doppelten Preis kaufen, wenn wir es nochmal haben könnten mit diesem normalen Leben, so auf Sims mäßig. Es geht nicht um den Sound, sondern die Alerts, die Untertitel blockieren. Okay, ja, dann jetzt blockieren sie nicht mehr. Wenn es euch jetzt das an sich so wichtig ist. Maybe he's invisible now. Warte mal, guck mal jetzt ganz kurz, wenn ein Sub kommt, ist es so. Ich mach's komplett aus. Wenn schon, denn schon. Oh, Freunde. Und ich werde, by the way, übertrieben langsam spielen und ich werde alles erkunden, weil das ist jetzt meine Lieblingssequenz. Ich bin so froh gerade, dass wir hier in der Sequenz sind. Das ist... Oh, ich liebe das so sehr. Ich bin gerade absolut... Ich bin so glücklich. Oh, Leute, ich habe so Bock darauf. Hey, bitte, sag mir, dass ihr auch Bock habt. Ich habe so Bock. So, wir testen es nochmal. Klim, Resub zum dritten Mal. Ja, moin, funktioniert perfekt. Fix, by the way. So, jetzt habe ich's. Ich meine, dass es jetzt richtig sein müsste. Ich habe nur normale Sounds auf 0 gestellt und Resubs jetzt auch auf 0. Wenn es jetzt nicht geht, weiß ich nicht, woran es liegt. Okay, easy. Alles perfekt. So, meine Damen und Herren. 3 Monate vor dem ganzen Unfall. Wir gucken uns mal alles an, um vielleicht noch ein bisschen mehr in sein Leben Einblick gewähren zu können. Shit. I can't wait for the show with the whole crew. Ich muss auch immer noch sagen, ich bin halt eher, also ich würde ihn lieber aktuell immer noch mit dem anderen Girl zusammen sehen als mit Lila. Ich weiß, dass ich da vielleicht eher anecke und dass nicht viele andere das so sehen, aber ich sehe ihn eigentlich mit der anderen eher. Ich habe gerade mal ihren Namen vergessen. Ja, die hieß Jen, oder? Open House Settle. Nimm die Kontrolle mit. Was? Man, that would fucking kill me if he found this. Bitte? So he better not find it. Frisch gemalert.
Man, I suck at perspective. I should take a class. Ist gut auch. Da waren die Condoms drin. Das Ding ist, ich glaube, dass wir vor 3 Monaten noch gar nicht so viel mit Jen zu tun hatten. Shit. I can't wait for the show with the whole crew. Oder? Ich meine, dass wir vor 3 Monaten noch gar nicht mit ihr so viel zu tun hatten. Ich kann leider nicht auf mein Handy zugreifen. Ansonsten würde ich ganz gerne meine Nachrichten lesen. Scored it at the skate park last week. Now I need to sew it on. Er ist 16. I hope they don't expect me to remember all this when school starts. Lila keeps hooking me up with birthday gifts. She's more excited than I am. Geschenkgutschein, unbegrenztes Spielen, 1 Stunde. Das ist ja normale Streamingzeit hier. Ein Gutschein pro Spieler. How did I get Lila to talk me into this shit? Was haben wir denn hier? Wer ist dabei? Tauchen im Reservoir morgen. Ohne mich, Hausaufgaben, so ein Schwachsinn. Er kommt, und zwar ganz ohne. Wie, das ist ein hoher Zaun. Spring drüber, du Starathlet. Drahtschneider nur für den Fall. WTF, Alter, ein anderes Mal. Ein anderes Mal? Okay. Es gibt keinen Ausweg, Geburtstagskind. Geh ans Telefon, abspringen ist nicht. Moin. Beste Profilbild. Looking kind of lame. Swipe left. Auf einmal Styler, oder? Auf einmal Flex. Also, du weißt schon, dass man mit gewissen Apps dein Profilbild vergrößern kann und man sieht dich. Bruder, Retalk, ich finde den Hund geiler als Profilbild. Lila keeps hooking me up with birthday gifts. She's more excited than I am. So much bullshit. But I got phone and party bills now. Sehr geehrter Manager der ZMART Verkaufsabteilung. Mein Name ist Sean Diaz und ich bin ein 16-jähriger Schüler mit einem GPA-Notendurchschnitt von 3,5. Mr. Castillo vom Jugendzukunftsprojekt hat mir ihr Geschäft und ihre Abteilung empfohlen, um mich auf eine Position als Teilzeit-Assistant-Manager zu bewerben. Ich habe im Kundendienst der Werkstatt meines Vaters gearbeitet, seit ich 13 war und habe Erfahrung mit Menschen und Kassensystemen. Als Läufer ist mir die Bedeutung von Teamarbeit bewusst und da ich in ihrer Sportabteilung bereits kenne, denke ich, dass ich eine gute Ergänzung für das Verkaufsteam des ZMARTs wäre. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, dass ich bald von Ihnen höre. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Sean Diaz. Ja, Bruder, wenn der damit nicht angenommen wird, dann weiß ich aber auch nicht. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. How did I get Lila to talk me into this shit? Nein, an die Leute, die jetzt erst einschalten, ihr habt nichts verpasst. Alles entspannt. Ich bin sowieso Mr. Ich erkunde erstmal nochmal alles in Ruhe. Need to put on the patch I bought last week. So, was ist das hier? Das ist hier ein Patch? Voll, oh, wahrscheinlich ist das ein Patch. Hä? Ich glaube, wir haben aber jetzt mehr oder weniger in dem Zimmer alles gefunden, oder? Oh, Skateboard. Pat thinks I'll stop skating if I get a car when I turn 16. Wrong. Damn, cooler Typ. Wahrscheinlich fahre ich auch noch Fahrrad, wenn ich Führerschein habe. Wahrscheinlich ist Fahrradfahren noch. Naja. Regal öffnen? Der liegt am Schrank, oder was? He's so busted. Ach, den Patch. Scored it at the skate park last week. Now I need to sew it on. Ich glaube, das können wir jetzt nicht machen. Hast du das Game nicht schon gespielt? Nee, es geht jetzt weiter. Es ist mehrere Episoden ist es aufgeteilt. So, es öffnet sich jetzt das Ding, sein Inventar. Aber wir haben ja keinen Patch.
Oder? Hier ist kein Patch. Wir können noch keinen. Inventar öffnet sich, weil du auf den Rucksack klickst. Oh. Macht Sinn. They're probably gonna bury me in this thing. Wish I had more time to play. Unless for summer school. Es ist so nice in 144 Hertz, ne? Ja, wahrscheinlich wird er da sein, oder? Oh, no time for this. Where are you? Wir sind jetzt gerade hier, weil wir gerade zurückblickend hier sind. Also, wir sind 3 Monate vor dem Unfall, nochmal in einem Recap gerade. Dad got in trouble for his last barbecue. Oh, ich hatte so Bock auf Grillen. Ich hab generell gerade. Ich hab generell ein bisschen Hunger. Muss ich ehrlich gestehen. That is the kind of salad I like. Ach, Papito, Papito. Sucks to be Daniel. But he can't bug me all the time. I would have been pissed if I was there. Asshole. Hey Nachbar, ich wollte Sie nur wissen lassen, dass ich es nicht zu schätzen weiß, dass Sie letzte Woche wegen meinen Freunden und mir die Polizei gerufen haben. Ich weiß, es war spät, aber es war ein Samstag und wir hatten keine große Party, also hätten Sie einfach fragen können, ob wir die Musik leiser drehen. Außerdem haben wir diese Flaschen nicht absichtlich in der Rinne gelassen. Stattdessen haben sie ein Spektakel veranstaltet und die Polizei gerufen, die uns eine Stunde lang belästigt hat. Die haben sogar geglaubt, ich hätte eines meiner eigenen Autos gestohlen. Ich bin froh, dass meine Kinder nicht zu Hause waren, um das mit anzusehen. Probieren Sie nächstes Mal zu klopfen, Ihr Nachbar. Haben wir den Brief jetzt an unseren Nachbarn gegeben? Also hat der uns direkt verpfiffen bei der Polizei oder was? Wahrscheinlich wird er da sein, oder? Umgekehrt, also be anywhere. Meinst du? Oh, shit. Einmal Level 90.000. Also einmal ist einmal sowieso so ein dummer Ausdruck. Real Talk. Ich kann schon verstehen, dass man davon abgefuckt ist teilweise. Maybe he's... Sorry, Andrew. I'm the free babysitter now. Ja, man darf nicht vergessen, also die beiden Jungs werden auch ohne Mutter groß und der Vater kümmert sich halt alleine um die beiden. Ist auch eine schwierige Sache, Alter. Daniel ist psyched. But I'd rather just go with Lila and the crew. Echt phänomenal. Der majestätische Wal. Alle an Bord für Hubs Moby Tagestour. Segle über die mächtige See mit der Crew der Neptun und triff Wale. Gratis Meer. Früchtsgericht zum Mittag, angle vom Deck aus, Gratisbilder von dir, der Crew und den Wahlen, tägliches Auslaufen, bla bla bla. Alright, interesting. Whoa, hold on. Let go! Stop it! Dude, I told you to stay out of my room. Ow! That hurt! Yeah! I'm not fucking around anymore. Got it? Warte mal, was? Kopf waschen oder hau dich selbst? Warte mal, hau ich mich dann selber? Are you listening now? Thou shall not Yo. Enter thy brother's room. Nice job. You started it, butthole. What is this crap? Are you fighting again? You proud of yourself? Stop it. Enough. Erstmal eine Bombe, Alter. Getting tired of this. Sean, what happened? Now. We were just goofing around, Dad. Swear. He started it. He always gets mad. He's totally lying. You little... Enough. You both better listen because I'm tired of this crap. Okay? This is my house too, not your playground. You hear me? Jeez.
You guys are working my last nerve this week. You okay, mijo? I'm going to talk with your brother. You know the drill. Bedroom and no games. I didn't do anything! Uh-huh. Let's talk. Ugh. Now. This is so stupid! It's bullshit! Okay. You really taught that book a lesson. You done? Hmm? Whatever. Like you're gonna believe me. Daniel's always right. Look. Please? Listen, Sean. I can't do this on my own. I can't. I need you to help me. I know you don't want to babysit Daniel. You grow up. You need space, more freedom. I get it. But we're a trio now, and you gotta take some responsibility. That little shit is just a kid. You're almost an adult. I know that, and I do look out for him, I swear. But he's a little brat. So were you. And you had 8 years of being spoiled before you had to share toys with your little brother. I know it might sound cheesy, but we have to be good role models for him. He's a Diaz, right? Okay, I hear you. I'll try to be super bro. Just try to be there for him, like you are now. Says mi hijo. I'm late for work. Go talk to your brother and work this drama out. We'll go to the movies tonight if you guys don't wreck the house. I know you love to hear this. But I'm proud of you. Both of you. Okay. Get back to work. Mann, dass sie in der ersten Sequenz in den ganzen Game jetzt haben, wird ja direkt uns halt daran erinnern müssen. So an dieses nice Familienleben. So. Es ist halt. Papito ist halt. Ach Mann. Hey, kann ich jetzt nochmal alles in Ruhe nochmal angucken? Shit. I can't wait for the show with the whole crew. Ich denke mal, hier wird nichts Neues jetzt gerade sein an irgendetwas Eventmäßiges. Naja. Können wir eventuell jetzt nochmal in das Schlafzimmer von unserem Vater? Oder was war das für eine Trophäe? Really fucked up on this one. Dad loves his trophy. Ich denke mal, wir hätten so oder so was kaputt gemacht. Sind in der Schublade noch die Kondome? Bruder, wirklich, die Kondome sind auch wirklich das absolut Wichtigste für euch, oder? Naja, aber waren nicht. Can I come in? It's the big bad brother. Zeig mal bitte die Kondome. Also jetzt mal bei aller Liebe, Leute, das ist ja insane. I said no. Get out. Whatever. I'm not listening. La 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 la. I don't hear anything. La la la. Ach stimmt, er stand ja auf Leila, ne? Das war ja mal so das Ding. Man. My brother's a little player. Leila loves it. Vielen Dank für die Packung Süßigkeiten. Ich liebe die, du bist nett. XXX, Alter. Tentacion. Ooh, Dad confiscated the playbox after that. Daniel was a total rage ball. Digga, Daniel. Ah, das passt, also das passt halt zu Daniel, ne? Wobei ich halt echt Danny nicht. Also ich würde Danny echt nicht zutrauen, dass er 64x4 hinbekommen würde. Wobei, wenn man vielleicht irgendwie mit Minecraft-Stacks oder so. Okay, warte mal, lass mal ganz kurz überlegen. Wir haben 5, 3, 4, 5, 6, 7, 35, 37 Aufgaben. Er hat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Fehler. 14 von 35 Punkten.
Heißt 21 richtig? Na gut, das ist wirklich eine 4. Das ist ein D. Guck mal, 37 mal 8 kriegt er hin. Aber hier auch, Junge, wie nice es gemacht ist. Ne? Er macht, sie haben halt wirklich... Wie schön sie das einfach auch gemacht haben, dass sie halt wirklich das schriftliche Multiplizieren hier mit Übertrag so noch hingeschrieben haben. Das sind halt so kleine Details, das macht das Game einfach so. Klopapier? What is he making with all that crap? Vielleicht ein bisschen frühreif. So lucky Noah lives downtown. Else they'd drive me crazy 24/7. So. Er ist halt wirklich 9. So, das machen wir gleich nochmal. This thing is so cheap and ugly. I love it. Okay. Was ist das für eine Zeichnung? Did this for Daniel's birthday. He was so happy with it. Ich habe mich auch mal so sehr über... Das klingt so absolut lächerlich, ne? Ich hab mir don't touch my stuff! Chill. Ich habe mir mal von Zico einen Bagger gewünscht. Also vielleicht kennt ihr noch Zico-Autos und da gab es halt auch mal wirklich so größere Dinger und ich habe mir mal so einen Zico-Bagger gewünscht. Und ich hatte ja nicht genug Geld und dann hat meine Schwester hat den einfach ausgedruckt, so ein Bild von denen und ich habe mir den an die Wand gehangen und ich habe mich voll gefreut darüber. Ich war wirklich glücklich darüber, weil ich den einfach nur gesehen habe jeden Tag. Gift from Lila. Daniel never got so close to proposing to her. I used to play with these at Ellery's. Man, I feel old. Sieht's ja was, die. I'm gonna tell on you. Als ich noch gut in Minecraft war, oder? Got this for a girl in the 8th grade. But I chickened out. Ja, Bruder, Sean geht aber auch schon in die Offensive. Who would have thought playing Minecraft would get him back to his blocks? Als ob man mit 9 noch Minecraft spielt. Mm-hmm. Isn't Daniel too old for bedtime stories? Kleine Kinder aus Poughkeepsie, Peter Tobero. Alright, ich würde ihn am ehesten eigentlich überzeugen wollen mit der Zeichnung. Too bad we didn't have a clue she hated all of us. Ist das die Mutter? Schildkrötensportclub. Karen Diaz. Probably schon. Interessant. Aber sie hasst euch nicht. Aber das ist sowieso nochmal im generell ein ganz... Just leave me alone. Whoa. Don't know who drew this, but it's totally rad. Hey, Daniel. Why are you pouting? Digga, wie schlecht? Should never pout. We need to stand strong against the enemy. Come on, man. I'm running out of punchlines here. Leave me alone. Also, das hätte ich jetzt mir anders vorgestellt, wie er ihn versucht zu überzeugen. Hey, Daniel. Leave me alone. Come on. Go away. Tim. Haven't seen you in forever. That made me give this to you. You always wanted my toys. Does this even work anymore? Ja, Flamey noch. Not after you took care of it. Poor robot. No battery. Also. Duh. Also, was ist das denn für ein Überzeugen? Why are you still here? Erstmal noch Flame, dass das Ding kaputt ist, oder? Hey. That's cool. Did you make it? Be careful. Whoa. Fragile. No problem. Suddenly you're Mr. Careful. Okay, if I sit down. So, when did you get this? Last month. Dad said I should learn to do stuff by myself. Since you're not around as much. Hey. Come on. It's not like I'm leaving home. You might as well.
I never see you. We don't even play games anymore. We don't do anything. Daniel, I just... I want to hang out with my friends sometimes. You're gonna be doing the same thing in a couple of years. Hi. I don't want to grow up. It's boring. Here. Sorry I took it. That's what you wanted? That stupid watch? You said you'd get me one at the thrift store last week, but you forgot, like before. Well, you better keep this watch then. Wow! Thanks, Sean! This is so cool! I'll keep it forever and ever. Kleines Happy End. Käuflich. Also. Sich jemand nicht rasiert. Ja, Bruder, erstmal vor Polizei flüchten, aber erstmal auf dem Weg rasieren, oder? Ist wichtig. Wer ist er denn? Schön, die olle Socke. Der Absturz. Wie letztes Jahr, als Fortnite im Hype war. Man. Beaver Creek feels so far away. So, was haben wir denn hier? Das ist der Brief von Brody, genau. Daniels Zeichnung. Daniel war so begeistert von der Zeichnung. Ich liebe dieses Kind. Okay. Tschüss, warum haben wir so viel Cash? Wenn wir so weiterspannen, können wir in ein paar Wochen los. Okay, sorry, Jungs. Wie viel Zeit ist denn mittlerweile vergangen? Okay, I guess eine Menge Zeit. Das hatten wir noch hier gesehen. Dann waren sie halt übertrieben gelangweilt. Was? Wovor lief das Kind weg? Das haben wir auch noch gesehen, ne? Genau, da waren wir auf dem Weihnachtsmarkt. Das war Beaver Creek. Da haben wir auch ein Weihnachtsgeschenk für unseren Bruder geklaut. Denn er hat es diesmal echt versaut. Er muss lernen, den Mund zu halten. Team Spirit... Er hat von seiner, er hatte halt Captain Spirit von seiner Fähigkeit erzählt. Aber dann haben wir es irgendwie nochmal gedreht oder so. Ich weiß nicht ganz genau, wie das dann nochmal war. Nicht wirklich in der Stimmung für Weihnachten, aber für Daniel spiele ich mit. Er vermisst es echt, wie es ein normales Kind Spaß zu haben. Mein Hirn tut weh, Daniel ist sauer, dass wir weg mussten. Mir gefällt es auch nicht, jetzt sind wir wieder auf uns selbst gestellt. Er gibt mir die Schuld für Chris. Chris. F in Chat. Was hätte ich sonst tun sollen? Aber hab nur versucht, auf meinen Bruder aufzupassen. Bitte sorg dafür, dass es Chris gut geht. Vielleicht ist es Zeit zu beten. Bitte, bitte sei in Ordnung. Wir haben aber mittlerweile gehört, dass es ja... Dass er halt nur sehr gehört wurde. Also, dass er wohl nicht verstorben sein solle. Ich wünsche dir, ihr könnt hier bei uns bleiben. Ich weiß, ich hoffe, du erholst dich bald, alter Mann. Wir sind also auf einen Zug Richtung Süden gesprungen. Was zum Teufel? Aber wir sind näher an Puerto Lobos. Daniel ist kalt und er hat Hunger. Genauso wie ich. So froh, dass er den Zug liebt. Falls wir keine Flüchtlinge wären, wäre das ein tolles Abenteuer. Falls.
So läuft's nun mal. Also wir sind dann von unseren Großeltern abgehauen, weil wir mussten halt... Wir mussten halt weg und sind halt über einen Zug geflüchtet vor der Polizei. Weil die Polizei hat halt spitz mitbekommen, dass wir halt bei denen in der Nähe waren. Der Schnee ist weg, was bedeutet, es wird Zeit für uns zu gehen. Willkommen in Kalifornien. Kalifornien, willkommen. Also wir sind halt, wie man halt gesehen hatte, von Seattle auf dem Weg nach Puerto Lobos. Und an der Westküste ist es halt schon ein echt langer Weg von Seattle bis nach Mexiko. Wieder obdachlos. Nicht fair für Daniel. Ich hasse es. Ja, da mussten wir uns halt wieder durchschlagen. Auch in Kalifornien. Obdachlos. Mit einem jungen Bruder. Ich versuche das hier mal gerade zu erkennen. Was ist denn das hier? Ist das irgendwie so eine... Vielleicht so eine Parkbank oder so? Ja. Wir mussten halt irgendwo halt pennen, wo es ging. Wir haben es endlich nach Nordkalifornien geschafft. Sind vom Zug gesprungen und ewig gelaufen. Aber wir haben eine kleine Stadt gefunden. Wir mussten in Milton wühlen. Was jetzt? Hab nach Arbeit gesucht. Hab einen komischen Typen getroffen, der meinte, wir können auf einer Farm im Ort arbeiten, wenn wir keine Ausweise haben. Ich weiß warum, aber wir haben keine Wahl. Wenigstens haben wir eine Unterkunft. Das Comeback. Ja, was ein Comeback. Also haben wir anscheinend wohl in Nordkalifornien ein bisschen gearbeitet. Dementsprechend könnte es auch erklären, dass wir ein bisschen Geld bekommen haben. Aber auch schwarz gearbeitet. Leute auf der Farm sind cool. Die stellen keine Fragen. Diese Art Arbeit bringt uns aber nicht nach Puerto Lobos. Daniel gefällt es hier. Das ist schon mal gut, dass es halt ihm wenigstens gefallen hatte. Gut, dass ich allein arbeiten gehen kann. Komisch, ihn nicht ständig um mich zu haben. Trifft deine Wahl. Ich vermisse Papas Barbecue-Rippchen. Gartenarbeit, $30. Mobiltoiletten reinigen, $25. Möbelrücken, Danny. Restaurant, Schild hochhalten. Also wir haben eine Menge Nebenjobs gemacht. Uns ein bisschen Geld rangeholt. Muss man ja irgendwie machen. Also wir sind auf jeden Fall straight mit dem Plan, Puerto Lobos mit ein bisschen Cash ranzuholen. Irre, wie viele Vermisstenposter hier überall sind. Was zum Teufel stimmt mit der Region nicht? Vermisster Erwachsener, Name A, Alter 45, bla bla bla. Bitte, wenn Sie diese Person sehen, Kim M. Reyes. Hauen immer mehr Leute ab, oder was? Wird das zum Trend, oder wie? Rippchen. Burger an Heiligabend. Erstes Weihnachten ohne Papa. Also ist auf jeden Fall schon mal ein komplettes Jahr vergangen. Weil letztes Weihnachten, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, waren wir noch bei den Großeltern. Also sind wir jetzt schon ein Jahr komplett unterwegs? Sind wir ein Jahr am Jobben? Ist das richtig? Ist wie ein kleines Schweinchen. Burgersoße, Sesamkörner, bla. Dance Meisterwerk. Was ist nur aus mir geworden? Oder? Ich denke schon, dass wir ein komplettes Jahr abgehauen sind. Denke schon. Wir sparen Cash für Zeug. Für. Warte mal, was ist da für eine Zeichnung? Hm, okay. Zäune errichten, Scheiße hämmern. Nicht schlecht, nur öde. Frohes Neues 2017. Alle Welt ist feiern, nicht wir. Okay, also wir sind mittlerweile in 2017. Ich muss mehr üben, ich vermisse Farbe, es war echt cool. Ich meine jetzt die Zeichnung, glaube ich, die Tiere besser zu zeichnen. Board F. Sanfte Nerds gibt es auch unter Monstern. Wurden von der Ranch geschmissen und der Wichser hat mir nur die Hälfte gezahlt. Was zum Teufel? Er hat gesagt, ich soll die Polizei rufen oder mich verziehen. Das Land der Freien, verdammt. Wir sind sowas von weg. Ja klar, wenn das alles so Schwarzarbeit, Bruder, da kannst du, da wirst du halt nur abgezogen. Aber anscheinend konnten wir halt trotzdem ein bisschen Geld einsacken. Und waren erstmal eine Zeit lang halbwegs vielleicht glücklich. Oder mehr oder weniger hatten wir ein Dach über dem Kopf wenigstens. Daniel wollte das Meer sehen, als wir per Anhalter nach Arcata. Wir haben es jetzt raus, bequeme Fahrt. Bin froh, dass wir uns um das, dass wir das umsonst tun konnten. Um ans Wasser, und am Wasser fühle ich mich immer besser. Daniel hatte Spaß. Hotspot für Hippies, viel Gras und Tanzen. Hurra, Wissenschaft. Das ist mein Smoke mit deinem 10-jährigen Bruder. So, dann haben wir wohl die Leute wieder getroffen, die wir halt auch in Beaver Creek getroffen haben. Würde Vampiren Blut erlaufen und Augen verputzen wie Mini-Cocktailwürstchen. Zum Teufel was. Wir sind den Hipster-Punks vom Weihnachtsmarkt begegnet. Sie arbeiten auf einer Haschfarm, Schwarzarbeit, gut bezahlt. Sie haben uns eingeladen, verdammt frohes neues Jahr. Find Cassidy Hannah Penny, Hund. Wait, what?
Okay, Cassidy, sie ist so cool und anders vom Planet. Ihr könnt mich alle. Singt wie ein Profi, wisst, sie sind irre lustig. Ah, Bruder, jetzt verknall ich nicht in die nächste wieder. Daniel ist sich nicht so sicher wegen ihr, aber alle lieben ihn. Außer Meryl und Big Joe. Das Leben besteht nicht aus Jux und Tollerei. Meine Arme schmerzen von der Arbeit, aber ich werde stark, brauche mehr Schlaf. Ich glaube, sie mag mich. Scheiße, das sieht tödlich aus. Cassidy. Finn, der grüne Philosoph, Anführer der Gruppe, weiß alles über Gras. Me. Er ist auch der liebste Kerl, den ich je getroffen habe. Hat mir alles über Zurechtschneiden und so beigebracht. Ich kann ihn nicht durchschauen, aber er ist schlau. Nur Hannah kann ihn in den Hintern treten. Meister der Messer. Ich hänge gern mit ihm rum. Unglaublicher Sonnenuntergang. Wir haben ihn uns still angesehen und einen Joint geraucht. Cool. Knife Master. Okay, interessant. Es macht Spaß, Hannah und Penny zu zeichnen. Okay, also wir haben Cassidy, Hannah, Penny, Big Joe. Und wie hieß der andere Amigo gerade? Der Anführer der Truppe? Finn. Also Finn, Big Joe, Cassidy, Hannah und Penny. Es macht Spaß, Hannah und Penny zu zeichnen. Sie sehen aus wie Anti-Fashion-Ikonen aus Santa Fe und Detroit. Ich glaube, Hannah hasst mich. Sie ist älter und hält mich für einen Heuchler. Penny hat eine Theorie für alles. Etwas paranoid, aber er bringt mich zum Lachen. Wir mussten heute das Gewächshaus aufräumen. Spaß. Es fühlt sich gut an, jeden Tag Geld zu machen und zu sparen. Oh, da kommt locker die Eifersucht. Haben die neuen Arbeiter aus Europa getroffen. Anders und Ingrid? Oder Ingrid? Niedliches Paar. Achso, das sind die beiden. Okay, das sind die Arbeitgeber. Da möchte ich gleich ins Ausland reisen. Eines Tages. Hatte eine lange Unterhaltung mit Jacob. Er ist wie ein kleines Kind. Er lebte in irgendeiner religiösen Kommune in Heaven Point, Nevada. Hier scheint es ihm gut zu gehen. Frei. Okay, es gibt auch noch einen Jacob. Es sind so viele neue Charaktere. Holy shit. So, Meryl ist der Besitzer und Big Joe der Schläger. Also viele neue Charaktere auf jeden Fall. Die wir erstmal dann auch erstmal auf den Schirm bekommen sollten. Und wir sind jetzt mittlerweile schon im Februar, Ende Februar. Hatte ein paar Bier, Daniel schläft, das gleiche jede Nacht. Er will mehr trainieren, aber wir haben keine Zeit und müssen uns verstecken. Es ist nicht leicht. Okay, sehr interessant, interessant. So, sind wir jetzt erstmal auf dem aktuellen Stand, mehr oder weniger. Da sind wir jetzt aktuell. Hier ist die Farm und wir wollen halt weiter nach unten und von hier kamen wir. Ja, ich muss mal ganz kurz auf die Toilette, ich bin gleich wieder da. Sorry, ich muss echt bald pullern. Nabel, danke dir für 8 Monate. Dann sind wir jetzt auch mehr oder weniger mal auch auf dem neuesten Stand. Also ihr wisst jetzt auch erstmal Bescheid, wir sind auf einer Grasfarm, arbeiten schwarz, haben aber auch schon mittlerweile ein bisschen mehr Cash. Das ist ja an sich erstmal eine ganz gute Sache. I just hope Chris is okay after. Ja, hoffen wir einfach mal, dass es Chris gut geht. Budi.
Das ist halt auch echt ein bisschen doof gegangen. Doof. Schief gelaufen. Guess he doesn't care about it anymore. Wer weiß, wer weiß. We used to have big rooms. Ja, so wie es aussieht, haben wir... Now all our stuff fits in a bag. Sieht jetzt so aus, als würden wir halt schon längere Zeit in einem Zelt schlafen müssen. Yep. I'm a real man now. Kind of. Ja, sie ist sich so gerade nicht aus, Buddy. Still can't believe we ran into the guys again. Ist halt echt krass, dass wir genau die dann wieder getroffen haben. Fucking fate. Interessant, interessant. Another month. We'll be hooked up for Mexico. Oh, okay, krass. Aber mit so viel Cash müssen wir echt aufpassen. Daniel keeps reading it again and again. Das ist der Brief der Mutter. I told him not to count on her. He won't listen. Das ist der Brief von Karen, unserer Mutter, die sie, also das hat sie ihren Eltern geschrieben. Ich habe die Neuigkeiten aus Hedde gehört. Ich bin untröstlich. Ich habe keine Ahnung, was vor sich geht, aber ich weiß, dass Sean und Daniel unschuldig sind. Ihr seid die einzige Familie, die sie noch haben. Also bitte helft meinen Jungs, falls sie zu euch kommen. Ihr könnt mich unter dieser Adresse erreichen. Es ist ein Schließfach, das ich manchmal benutze. Ich weiß, ihr schuldet mir nichts, aber ich flehe euch an. Bitte helft meinen Söhnen, wenn ihr könnt. Karen. Genau, das hatten wir auch nochmal vorhin zusammengefasst, dass es darum geht. Man. So, das hatten wir schon. The creek feels so far away. Dann gucken wir uns doch mal das Ganze an, wie es denn hier aussieht. Also, wir als Schwarzarbeiter auf dieser Farm, pennen die hier einfach alle? Hey, Bedhead. Had a good sleep? Oh. Das war ein... Hi, ist das ein Girl? Yeah, I did. Monka TOS. Nice. Hilfe. Okay. I better hit the shower before they use all the water. Right. See you around. So, 2 Monate nach Beaver Creek. Hey, Sean. Breakfast time. Freeze. Leute, ich kann es euch nochmal ganz kurz erklären. Man wird, by the way, dafür nicht gebannt. Das sind immer noch Spielinhalte. Ah, no more fog. Sweet. I do love these trees. Ancient and majestic. Jeez. She's way messier than me. It's hard to believe. Gotta have backup signs. That girl is even more of a sleepyhead than I am. What a Cassidy. So, Finn war doch der Leader, mehr oder weniger, ne? It's a mystery how Finn can be so messy. Kleiner Voice-Crack gerade am Rande. Strong at the same time. I always spot him reading in the morning. Klingt spannend. Like he isn't cool enough already. I thought I liked weed, but this guy's on a whole nother level. Was ist das denn? Glad somebody's getting some action. Solange es nicht unser kleiner Bruder ist. Weird to see him younger. Finn looks so innocent. Finn told me a bit more about train hopping. Ich habe auch mal ein ganz interessantes Video über Train Hopping angeguckt von so einem russischen Dude, der das mal komplett durch die USA gemacht hat. Sau interessant. Aber gefährlich. Can't tag a train without paint. Glad to see somebody has Finn's back. Finn, danke für die Postkarte. Es war toll, wieder von dir zu hören. Ich liebe es, von deinen Reisen zu hören. Um
Und um ehrlich zu sein, lebe ich stellvertretend durch sie. Ich wollte immer mehr vom Land sehen oder sogar von der Welt, doch ich bin einen anderen Weg gegangen, wie du schon weißt. Ich weiß, wir haben schon länger darüber geredet, doch nach 20 Jahren als Gefängniswärter habe ich zu viele Kinder gesehen, die ins und aus dem System geworfen wurden. Es kümmert uns nicht, wohin es für sie geht, wenn sie ihre Zeit abgesessen haben. Doch gerade dann sollte es uns am meisten kümmern. Wir kamen bei unseren ersten Treffen nicht miteinander aus, wie du sicher noch weißt. Tut mir immer noch leid. Aber ich wusste, dass ich beweisen musste, dass ich dir helfen will, bevor du mir vertraust. Ich war mir nicht sicher, dass das passieren würde. Lach nicht. Aber ich liebe es, wenn man mir das Gegenteil beweist. Und das hast du getan. Erstmal bei Lach nicht lachen. Du hast mir die andere Seite deines Schmerzes und deiner Wut gezeigt, dass du lernen und anderen, die allein in dieser Welt und ohne Freunde oder Unterstützung sind, helfen wolltest. Ich bin froh, dass du eine Gruppe gefunden hast, der du vertraust und mit der du reisen kannst. Ich mache mir immer noch Sorgen wegen der Züge und allem anderen, aber das weißt du ja. Aber ich hoffe, dass du einen Ort findest, an dem du dich niederlassen und den du zu Hause nennen kannst. Ich weiß, das wirst du. Die Welt ist etwas schwieriger als damals, als ich in deinem Alter war. Doch jede Generation hat ihre eigenen beschissenen Hürden zu bewältigen. Ich bin stolz, dass du das lebst, was du predigst. Ich hoffe, du bist in Sicherheit und frei, wenn dich dieser Brief erreicht. Ich kann es kaum erwarten, von deinen nächsten Abenteuern zu hören. Lass diesen alten Wärter nicht zu lange warten. Ich brauche die Inspiration. Dein Freund, Karen Diaz. Ja, lass mich doch mal in Ruhe. Weißt du, du verliest dich einmal alle... Man muss es ja auch authentisch rüberbringen. Aber jetzt nochmal zur Verdingsung. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass man jetzt echt direkt hier reingeballert wird mit ein paar nackte Bodies. Aber wenn ich richtig liege, das war damals auch bei Heavy Rain schon mal. Da haben wir auch alle gepanikt, so von wegen Band. Aber das ist an sich auf jeden Fall in den alten Twitch-Regeln auf jeden Fall so, dass man, wenn man einfach nur das normale Spiel spielt, ist es in Ordnung. Aber man darf es sich jetzt nicht übertreiben. Aber na gut. So, Pennys Zelt ist auch. I'm not quite sure who Penny is. Ich hab mal vor einfach gewonnen. He's so out there. Achso, ist ein Typ. Never mind. Anna's so private about her life. Plus she probably hates my guts. War das. Warte mal, welches Girl haben wir da getroffen? Das war doch nicht Cassidy. So, das sind die Besitzer der Farm. These guys have top gear. Wish I did. Shoot, what's the date today? Is it the 15th or 16th? Oder Jacob. Wish it rained more. Nice to get fresh free water. My turn. Gotta stock up the shower and kitchen later tonight. Hä, wie jeden Tag in der Schule. Hä, die Besitzer? Haben die neuen Arbeiter aus Opa... Ah, die neuen Arbeiter. Das sind auch Arbeiter. Und die Besitzer der Farm... Die Besitzer der Farm... Big Joe. Hier, Meryl ist der Owner. Und Big Joe ist halt wohl irgendwie auch... Irgendwie vielleicht Komplize damit aufpasst oder so. What's up, Jake? Hey, Sean. Not much. What do you got going on there? This is a birthday card for my little sister. Don't laugh. Aw, that's cute. How old is she? She's 9 years old now. Like Daniel. Do you miss her? I probably miss her the most. I'm kind of jealous you get to hang out with your brother all the time. But I bet it's hard to be his brother and father figure. Nabel und Sapi, danke für die 8 Monate jeweils, ne? Yeah. Just ask Daniel. He's 9 going on 14. He's so tired of me right now. Ah, kids. Just ignore him and he'll be all over you. Hey, since you're such a pro big bro,
What's a good way to end this letter? Goodbye sounds a bit lame, right? Well, what is she into? Like anime or video games? Puppies? She has a pet chicken named Alexander. Us? Sarah loves that thing, but it creeps me out. Why not draw a creepy portrait of Alexander? Good idea. It'll match my chicken scratch perfectly. Anyway, thanks for your help, Sean. I gotta finish this before I get ready for work. Don't want to be late or Big Joe will eat me for lunch. You and me both. See you later, Jake. Okay, Big Joe scheint wohl dieser Aufpasser auf jeden Sean, Fall zu sein. Thanks again, man. Warum läufst du automatisch, Brudi? Jake's stuff is always so tidy and neat. Just like him. Hallo, Bruder. Warum läuft er denn von alleine? Ich drück nichts. Did you see all that fog earlier? Creeps me out. Funny how I like being out in the forest now. Wieso läuft der von alleine? I actually feel free. Ey, wenn ich irgendwas loslasse. Jetzt geht's. Holy shit, ich musste einfach irgendwas drücken. Ist nicht Controller kaputt, oder? Stromgenerator, ja moin. I would have killed for something like this back in that freezing house in Oregon. I'll get him up before Big Joe gets here. Good. I want you to start the day with that. So, da geht's zum See, oder was? We went swimming there a couple of times. Fucking cold. But fucking awesome. Da wollen wir ja bestimmt nicht hin. So many missing persons around here. Creepy. Ja, das sah aus wie die Dings, Leute, eigentlich. Camp. These trees are just so gorgeous. Get your breakfast on, dude. Living large and humbled. Jung, brutal gut aussehen. Danke dir für 12 Monate. We shower like once or twice a week. Gives us more time to chill. Geht denn noch? Right? Painted. Ey, Borgi, danke dir für den 4 Monate Resub. Willkommen zurück. Vielen, vielen Dank. Sorry, dass jetzt auch gerade keine Alerts da sind, an sind, aber ich glaube, dass ihr das eher gut findet. Time, Sean. Man, grass, I'm gonna sit your ass down. Yep. I'm up for some heavy barrel lifting tonight. Yay. Einmal reinigen, Abwasch, Lebensmittel einkaufen, Wassertanks auffüllen, Generator auftanken. Nice. WG live. Water is kind of rare around here. Everything goes into the plantations. Those guys sure know how to live outdoors. They taught me so much already. Hmm. Weird we didn't see any bears with all that trash lying around. Den könnte man ja auch mal vielleicht wegbringen, oder? Gut, machen wir uns mal ein Käffchen. Ich habe auch gerade noch einen getrunken. Oder was haben wir hier noch? Sorry, ich muss echt alles abchecken. Wir sind so lucky, these guys took us in. It's nice to sit here together at night. Like we're a part of something. Was ist bis jetzt passiert? Naja, insgesamt wurde jetzt erstmal zusammengefasst, wie wir die letzten Monate verbracht haben. Aber wie hieß er nochmal, der Hund? Never seen a dog so chilled. Oh doch, ich schon. Doesn't care about anything. Yeah. Like you don't get pet enough around here. Wo ist der Bruder? Gute Frage eigentlich. Ich hab ihn auch noch nicht gesehen. Zeichnen wir erstmal was. Achso, ja moin. Beste Zeichnung. Okay, got it.
I need to train my visual memory. I've looked enough. Time to draw now. Picasso. Er lässt es halt einfach übertrieben leicht aussehen, ne? Pretty good. But I can add more details if I want. Er sieht anders stoned aus. Ich denke schon, dass er entspanntes Life aktuell hat, ja. Es hat 2 Stunden jetzt vergangen bis zum Frühstück. Unser Zelt. Okay, wir pennen auf jeden Fall zusammen in einem Zelt. Aber wo unser Bruder ist, weiß ich auch nicht. Retalk. Must have coffee. Ja, gleich, Bruder. Ah, oh, da ist er ja. Gotta get my coffee on before I go anywhere. Alright, dann gibt's erstmal ein Käffchen, Freunde. Wer will auch ein? Haha. What? You hear that? I heard nothing, Penny. Maybe it was the coffee brewing. Never mind. You can't hear? Only me. I don't understand. Why? How you miss all those insects? How the fuck? The swarm is coming. You mean bugs? I haven't seen many flying bugs. Not in the winter, at least. Sean. Narcs, stealth drones, all that shit. Wake up, boy. Look up. You saw them? Das war der paranoide Typ, ne? How? Because Vision and Sean, they watching us now. That would be shit for me and Anders to lose the job. The cash is good for us to travel. So, then, where's your next pit stop? We want to see all the cowboys in Austin. But we spent too much money so far. Traveling is expensive. Depends how you travel. I mean, look at us. Kush, yeah. But not when they legalize that shit. Then you can work legal on the farm, right? Not if the government steps in. Then the pigs, pill pushers, all bad. Hey, Bruder, alle 3 Antworten sind irgendwie ein bisschen lost, oder? Können Arbeiter nicht bescheißen. Schläger können sich verpissen. Legal in Washington. Ja. It's legal in Washington. And it's worked out okay. It's gonna be legal everywhere. Soon, anyway. Legal but controlled. By who? The bitches who made it against the law. Yay, freedom! I don't know. Things have to change. Junge, der zippt das Ding aber auch aus. Did anybody see Daniel? I haven't seen him this morning. I saw him walking with Finn. They were headed to the lake. Thanks, Ingrid. I better see what he's up to. Tell him no swimming. That lake is toxic, man. Nasty. Naja, dann gehen wir mal runter zum See, meine Damen und Herren. I think you forgot something, Sean. You gonna make some more coffee, right? I keep thinking you're Dutch. Because we... Where from again? Sweden, Malmö. You wouldn't hear about it. Die kommen aus Schweden. Most of them are into fancy hippie food. A long fucking way to work a farm. And fast food junk. Yeah. Been working for 3 years in a coffee shop to pay for the trip. Oh, that shit was worth it. Sorry. Oh, yeah. My bad. Good time. Yeah.
Not your coffee, boy. We share. Always. Oh yeah. Good times. Was müssen wir denn noch heute machen? I'm up for some heavy barrel lifting. Eimer reinigen, Abwasch, Lebensmitteleinkauf, Wassertank auffüllen. Also können wir das Klo schon reinigen? Wish we came sooner. I feel like we will never see everything now. We shower like once or twice a week. Gives us more time to chill. Right? Nee, können wir noch nicht reinigen. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir die Aufgaben machen, die heute auf unserem Tagesplan stehen, dass wir die erledigen. Maybe we hold off on Mexico. Oh. Can I really keep Daniel here? What the fuck, man? You're awesome. Oh Gott. Come on. Once again. Yes! I fucking rule! Unge. Holy shit! That was dope! What's up, guys? Morning target practice? 6 bullseyes in a row. Kid is a fucking ninja! Hey, we didn't want to wake your sleepy ass up. Yeah, thank you for that. You okay, Daniel? Hey. Seriously, I've never seen anyone throw like that. Ach man, ich will nicht dir. Ich darf nicht der Spielverderber sein. Ansonsten, wir sind in schwierigen Zeiten. Ganz ehrlich, ich. Wow. Finn trained you well. 6 bull-sized dude. Yeah, I got better. Lucky. You can't throw a baseball without hitting me in the nuts. How did you learn to aim so good? Practice. Yeah, right. Hey, wow. What's up with you two? I should have let you know, but I'm watching him like a hawk. Seriously, much respect. He's like my own blood. And not that I'm as hot or cool as his big bro. Yo, Sean, idea. I want to see if Daniel inherited the family blade skills from you. How about a little demo? It was my turn. Come on, let's give the man a chance. Okay. Yeah. I'll take a shot. Uff, Leute. Let's show the kid what's what. Blam! Right between the fucking eyes! Damn! Oh! Did you guys escape from some circus? That was just luck. Seriously, that shit was off the chain. One time is luck. Second time is skill. So let's see. Soll ich extra verschießen? Damit Daniel sich nicht so blöd fühlt? Don't think twice, bro. Just go for it. Come on, Sean. Show us your talents. Oh, fuck that! Missed. See? Ich schwöre, er war das. Sorry, Sean. You're not an Das war unser Bruder. But you're still cool. Just ask your brother for help next time. Yeah. What would I do without him? Hey, don't look at me. It's not my fault if he can't throw. Oh. After that workout. Ich hätte ihn getroffen, das war perfekt, Leute. Wait! Don't go yet! It's all good, Daniel. We can practice later. Der Hund! It's cool with Big Brother. Love you, man. What now? Noel, danke dir für 4 Monate. Willkommen zurück. Daniel, I can't believe you cheated. What? What do you mean? Come on. Don't play dumb. You're showing off in front of Finn. You want him to find out? Finn is cool. He wouldn't tell anybody. You don't know that. You're gonna get busted, Inanno. You need to listen to me. Stop calling me that. I'm not a kid anymore. Daniel, don't. Why? See? Stop.
stop, Daniel. Now. Or what? I said stop, Daniel. Don't grab me! Junge. John, I'm sorry. I didn't mean to. I'm okay. It's fine. Ja, wenigstens tut's ihm leid. I told you. You're good. But you don't have control over your powers yet. Yeah, but we stopped training since we got here. You'd rather hang out with your new friends. Well, because we need to fit in if we want to keep that job, okay? But you're right. Let's, do some training later today. Cool? Yeah. Let's go by the lake again. But, Sean, how long are we gonna stay here? It's been like a month. I know, but we need more money to get to Puerto Lobos, remember? It's gonna take forever. We should try and find Mom, since we have her letter now. Real Talk, ich bin auch eher auf der Seite mit dem Mutterplan. Ich meine schon, dass es der richtige Weg wäre, selbst, also vor allem, wenn dein Vater gestorben ist, das halt mit der Mutter, dem eher nachzugehen. Ich meine, warum nicht? We already had this conversation. Sorry, Daniel, but we can't. We don't even know where Karen really is. And we can't risk getting caught while looking for her. Also, die Antwort war nicht so negativ wie die andere. Waren halt beide ein bisschen doof, aber... One of the reasons we're out here. That's why we're going down to Mexico. How come I never get to choose? I'm the one with the power. I hear you. It's not fair. But you're my brother. My responsibility. I have to take care of you. I know. But I'm not gonna be a kid forever. Karen will mit dem Manager sprechen. Finn treats me like an adult. So ein gutes Meme, Alter. He understands. Uh-oh. Big Joe. Oh, Big Joe. Warum sollten wir nicht nach der Uhr fragen? Aber warum sollte das zur Diskussion führen? Keine Spoiler. Es kann legit noch keiner einen Spoiler wissen. Wenn du zu spät kommst, bist du busted. Ja, true. Aber warum sollte denn nach der Uhr fragen direkt jetzt dazu führen, dass wir jetzt zu spät kommen? Bei deinem Donut schon? Hä, ich verstehe gar nicht, Alter, was du dich da... Ich verstehe gar nicht, was mit dem Donut so schlimm war. Danny hat die Uhr nicht angehabt. Es war ja ein Geschenk von uns. Vielleicht trägt er sie nicht, weil er uns nicht mehr so cool findet oder wir kein wirkliches Vorbild sind. True. Ist auch ein bisschen asozial, wenn du halt jemandem ein Geschenk machst und dann so fragst, yo, hey, warum trägst du eigentlich mein Geschenk nicht mehr? Dann so mäßig, ja, ich hab's vergessen. Wird da eh die einzige Antwort sein, die uns irgendwie in einer positiven Weise dastehen lässt. Also ich sehe euren Punkt. Ich denke mal, wir werden ihn, wenn er später konfrontieren damit. Wenn es halt irgendwie möglich ist. Ich glaube, jetzt gerade haben wir uns gut ausgesprochen und sind eher wieder eher Richtung positiv. True, aber wir haben momentan halt schon eine etwas schwierige Beziehung, ja.
Und momentan muss man eher funktionieren und Geld verdienen und einfach jetzt zur Arbeit. Die Beziehung braucht eher Ruhe. Mann, ich bin eher der Meinung, dass man Probleme auf jeden Fall ansprechen muss, aber man sollte Probleme nicht ansprechen, wenn man dafür keine Zeit hat. Also, das ist genauso, als würde mir, weiß ich nicht, 10 vor 7, 10 vor 7 vorm Stream, also 10 vor 8, würde man mir sagen, so, ey, keine Ahnung, man würde mir irgendwas Negatives oder was so sagen. Ich würde es besser finden, glaube ich, wenn es nach dem Stream wäre, nicht vorm Stream, weil dann wäre man eher im Stream dann abgefuckt. Wir warten. Hey, Daniel. Remember what I said. Low profile. Yeah. Okay. We're cool. I don't like working on a farm. I know. It could be way worse. We're making cash, you know. Okay, okay. Wish we could check on Chris. Just see if he's okay. We will, Daniel. When we're safe and far away. Daniel, willst du nicht mitkommen oder eher weniger? Hä, was? You weren't scared at all. Come on. Not with Finn. We had the best hiding spot. Oder willst du jetzt nicht. Ach, es geht hier lang, never mind. Come on. Ich dachte, hier ging es zurück. Ich glaube auch, dass wir irgendwie Geld verlieren werden. Irgendwie wird es. Wir haben zu viel Geld, das ist aktuell so positiv. Oh Gott, alle sind weg. Dankeschön für den Resub. Willkommen zurück. Uff. Schnell Geld aus dem Fenster werfen. Sit here, my man. I need a bodyguard like you. Cool. Tell Sean to get me a knife. Mind if I sit here? Sure. Cassidy. Why so serious? Nothing. Just thinking. Cool. I'm always worried about my city boy. Everyone here? This isn't a fucking school bus. We're late. Hund. Meint ihr, wir hätten nochmal in dem kleinen Lager was machen können? Glaube eher weniger. Hey, little man. So at this point, I'm like, whatever, dude, just give me more booze, you know? Yeah. I don't bullshit you. Some gutter punk jump. You're not listening to anything I say. So I'm cutting that. Are you? Yeah. What? Jeez. Yes, I am. Cut me too. The party. Oh shit. Too much sex, guys. Are you okay? Too much sex. Shut up. I was two peas in a pod, these ones. I'll show you the battlefield. It was so high last night. Is Sean jealous? Cool. Nah. Just keeping an eye out, you know? Yeah. Okay. Big brother watching. Hey, who's the next master here? I'm Jess. Did you lock the tent? You want to see stuff for shown in that evening? So? Wrong. How do you feel? You went back for the lighter. Who knew this little tree market snowflake would end up here? With us misfits.
still feel like an outsider, you know? Ah, you're doing great. Trust me. Need to meet Fia. I was way worse than you when I joined the gang. Really? Please, don't hurt me. Looks like you found your place. Hey, how about shut the fuck up back there? I can't hear my music. Guess what? He was on his secret sat phone again this morning. Speaking Romanian and shit. Oh no. Here it comes. He's Asian 420. And he has a license to cook. What's that? Told you 1,000 times. Big Joe is a clone. They come from a factory in Silicon Valley. Maybe he's just the factory reject. Okay, just don't be so mean. He's right there. Oh, Sean, are you crushing on Big Joseph? Oh, that is so sweet. Sean loves Big Joe. Sean loves Big Joe. Shit, you're all in love with Big Joe. You can't stop talking about him, I swear. But his ass is too big. Also. Right on. Come on. Yep. He's kind of a mystery. Hey, pipe down back there. Enjoy the scenery for a change, for fuck's sake. Daniel ist ein bisschen so von Minecraft zu Fortnite geswitcht. Und wir sind Minecraft. Und Finn ist Fortnite. Shit, so tired. Yeah, me too. Let's try to go to bed early tonight, okay? Yes, please. And no weed. Alright, who's ready for another great day in the office? Ah, chill mal. I'm so fucking tired. Stop your bitching or get out of here. Hey! Jeez. Tschüss. Real Talk, ich würde nichts tun. Weil ich will auch, also, ich will, also... Ich will nichts von Cassidy. Also, ich glaube, wir sollten uns jetzt auch nicht zu sehr versuchen, bei ihr einzusteigen oder so. Ich muss mich jetzt nicht so aufführen gegen einen Typen, der eine fucking Gun dabei hat. Ich meine, ist ja nicht so, als hätte er jetzt die, keine Ahnung, den Kopf halt abgeschlagen. Sir, yes, sir. Come on, Sean. We're gonna be late. Right. Wir wollen keine Probleme. Hätten wir vielleicht noch eine Sonderaufgabe oder so bekommen? Vielleicht hätten wir Respekt von deinem Brogeman. Ach, man kann immer spekulieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Listen up. I need 2 teams today. Finn, Penny, Anders. And what's your name will clean up the mess from the storm. The rest of you get to sit and trim. Girls gotta sit on their asses while the males are outside? Yeah, right on. Like I wanna go pick up a bunch of shit all over the camp. Hey, you wanna trade places? Shut up, Daniel. You got a deal, kid. Yeah! I get to go outside! Hey! Wer ist er denn? You guys still don't get it. This is work, not a goddamn summer camp. Ich weiß, wer er ist. You're not special. There are dozens of hippies like yourselves begging for work at the next town. Kid, your dad should teach you to shut your mouth. Finn, you better watch your guys. Of course, boss. No problem. Okay, so move it. Yeah, you heard the man.
stop fucking around and get in your teams, all right? Hold up. You and me are gonna talk. Oh, damn. Remember, I'm only letting you and your brother work here because Finn put in a good word. I know. We really appreciate it. Thanks. Yeah, yeah. No ass kissing, please. Just watch out. Next time your brother fucks up, you're both gone ASAP. Look, I'm not trying to bust your balls, but this is a pot farm and he's a fucking kid. Wir auch. You hear me? Got it. I'll keep him out of the way. You better. This business has enough shit already. Keine Fragen. Right. I'm gonna go check on him then. How old is he anyway? Oh, 9. He's 9 years old. Jeez, tough age. Gotta keep a close eye on them. Boah, Bruder, ich glaube nicht, dass er auf Smalltalk aus ist. Ich meine ehrlich gesagt nicht, dass der Dude mit uns irgendwie eine innige Beziehung haben wird. Yeah, not an easy thing to do out here. I know, ain't no place for children. That's why I keep mine in New York. Guck, er sagt's uns auch so. Isn't that hard? Of course it is, but it won't be forever. Okay, I'm not your buddy. Get the fuck out of here. You got a lot of work to do today. All right. Thank you. So, wir sind in der Hütte jetzt am Cutten. Das ist ja wie meine Arbeit. Yeah, okay. Now for the fun part. I need this all done by tonight. No excuses. So, get on it. All right, we good? Yeah, Finn is playing boss with his crew. I told him they'd all work late if they didn't finish on time. I hope so. Okay, I gotta make some calls. Well, what are you waiting for? You know the drill. What? Dude, this sucks ass. I feel like I'm in prison. Ich tendiere eher zu 2. Shh. Meryl almost kicked us out because of your big mouth. What part of Lalo don't you get? You shouldn't even be here. Sure. I bet you wish I wasn't here. Oh, stop. I can tell. You know exactly what I meant. Oh, I feel you, Daniel. Man. Sometimes I get stir crazy in here too. Look, I know you guys are having the time of your life here, but I'm not. So shut your mouth and give me some quiet, for fuck's sake, okay? Well, why do you stick around then? None of your damn business. But I'd be long gone if I had the chance. Trust me. All right, man. Just pick a bud and get to it. Shit. I hate these scissors. Wow, ich bin echt gut. Look at all these buds. Oh, this is nothing. Last spring we were trimming about 2 or 3 pounds a day. Whoa. Erstmal mit seinem Gras von einem Neunjährigen flexen. Had to work overnight all the time. 15 hours straight once. Yeah, trying to forget.
I was done with Kush after that. Whoa. We are lucky. Right. And then the arms fall off. Fuck all that. Stell dir mal einfach vor, du würdest es einfach vloggen. Going too fast. Fuck this. Take your time, dude. Moin Leute, heute gehen wir mal arbeiten. What is it? You got work to do. Mind your own business. Okay. Whatever, Mr. Grumpy. Jeez. It's called Mustard Party, okay? What? You're playing Mustard Party? Jeez. That's so cool. Mann. I used to be on the scoreboard. Cool. I don't care. Aw, Joseph. Are you not on the scoreboard? Shut up. You got work to do. Ey. Das waren nicht die anderen. Ouch. Shit. Die anderen machen einfach nichts. You okay, sweetie? It's okay. You're doing fine. Just slow down if you need to. I know. I will. Thanks, Sean. Ich gehe auf Nummer sicher. My ass hurts. Fuck, this is really boring. Oh, poor baby. That's the job. Don't think, just work. Okay. Just don't ask me to smile for the camera all day long. I don't know. We get paid to give haircuts to marijuana. It's kind of cool. Yeah. I'd rather do this all day than be in a stupid classroom. Daniel, you still have to learn stuff. I had to go to school. Yep. You fight like brothers. So cute. Ach man. Damn, Sean. We really need to do something about your hair. What? What's wrong with my hair? Are you kidding me? It's hiding your pretty face. I can't allow that. Come on. It's not that bad. Just a mess. Yes. But worry not. We've got everything to take care of it at the camp. Yeah. We'll see. Gotta be more focused. Me beim Stream, Alter. Ja, nur mal so als Frage, wie viel muss ich denn eigentlich machen? Werde ich je nachdem, wie viel ich jetzt geschafft habe, bestraft? For real, though, if you could snap your fingers and go anywhere. Cassidy, we get it. Over and over. You don't want to be here. Give me a break. I can't. So what? So I'm allowed to dream a little? You won't get hurt. Promise. Es sind so viele Sachen auf what einmal einfach. Louisiana. Must be so sweet this time of year. Jesus. Okay, man. Come on. Dream big. I'd like to see the pyramids. Or the top of Mount Fuji. Sean Diaz. Global traveler. Traveled. Yeah. Stalking Humboldt. No. Bitch. Nobody's making you babies work here. No problem. You guys are all the same. Cool, let's be trimmigrants. Then you barely work for a month. This is Joey, my life. Come here for a sec. Shit, it's always something. Was ist denn mit allen hier los, Alter? Ich will mich mal hier ein bisschen konzentrieren. Can you folks put a lid on it? We got shit to do here.
Whoa, whoa. So fühlt sich richtiges Arbeiten an, by the way. Easy for you to say, cowgirl. Some of us have to work. Please. I bust my ass like everybody What's else. What's this? Uh-huh. Don't even. You're always looking for an excuse. Ooh, it's 420. Hey, Sean, let's talk. Ow, my arm hurts. Wah, wah. Get off my crack, Hannah. Achtet mal bitte auf die Gespräche. Ich konzentriere mich sehr auf das Minigame. I didn't come out to California to live on a fucking farm. I want to see some water. Are we gonna squat out here forever? Build a house? What? Stop! You know we voted to stay for a while. Once it's legal, just we ain't got no more job here. How's it going? Same as always. They want everything by tomorrow. Desto höher meine... How are we supposed to... I'm just over this place. Ist nur Smalltalk. Ja, ich weiß. Aber take the fuck off. If we're a family, we stick together. You're on the bus, we're off the bus. Hey, everybody chill. Let's not get... Sean, step back. This is our business. Just grow up, Cassidy. Stop acting like a princess. Thanks, Mom. Anything else? Yeah. But we don't have the time. Did you fall out of the wrong side of the tent or what? That's not Shit. My problem, Joseph. You're clueless. You know the drill. Do your work. Yeah, sure. Fuck this shit. Hannah, sorry. I know. Hey, I don't want to fight. Been a long, crappy week. Just keep it fucking down in here, okay? Muss ich jetzt wirklich weitermachen? Das ist jetzt überhaupt keine Auswirkung, wie viel ich geschafft habe. Oder kommt das noch? Was schneiden die da? Salat. Cheer up, my little Sean. Trust me, it's not as bad as you think. Other farms in the area is just... straight down exploit your ass. You gotta be careful with those scissors. They're sharp as fuck. Yeah, no shit. Oh, you'll get scars, but you'll get it. Part of the fun. Du musst es 10 machen. Ain't sexier. Okay. Later, Big Joe. Smile, asshole. Cooler Typ. So, did you have a good day at work, honey? I did. Love the Jerry Springer moment when Hannah and Cass started picking on each other. Yeah. They love to start shit with each other. Then get high. Short-term memory loss. How was your day? Did you have fun outside? Nope. Picked up branches and shit, got covered in mud. Would not recommend. Still sounds better than sitting on your ass all day. I feel you, Sean. As always. That's why you're such a good fit for the family. You totally hooked us up. A job, cash, friends, safety. Sean, everybody's cool with you two. Daniel is your secret weapon. I don't know. He's way too young for this bullshit. You gotta be zen about this. The more you try and control him, the less you have. It's deep, huh? Swear, he acts just like me. That's how I know he's smart. He's also got a kick-ass hermano. Yeah, my brothers are like that. So, what's your story? I mean, you don't have to tell me, but... Yeah,
I was pretty lucky. My parents were okay. I had three big brothers who spoiled me. Aww. You were the baby boy? Like Daniel. But my family was kind of messed up. My dad was like a front for hot cars. Yeah. He'd steal, strip, and sell them. My brothers and I helped him. You know, typical shit. Till we Danke, Lenny. Was geht ab? Busted. Fucking feds wanted me and my brothers to testify. But my dad narked on us instead. Oof. Damn, Finn. That sucks. What happened? I went to jail. When I got out, I was like, fuck everybody. So I hit the road, Jack. And anyways, I found a cooler family out here. You know? I love traveling, checking out new things. Well, yeah, going to Mexico is the ultimate road trip. If we make it there, dude, who knows? It's pretty scary. So fucking far. Hey, it is. But you have time and a strong, will. Yeah. Nothing can stop you from going there. It will be all right, Sean. Don't worry. Okay. Therapy's over. Oh, yeah. I gotta move those water tanks for the shower and stuff. It's cool you're doing your part, Sean. Finally. Glad I can help. Was sagt ihr zu Finn? Wie schätzt ihr ihn ein? Ist er eine Gefahr? Uns mit unserem Bruder irgendwie auseinanderzubringen? Oder ist er eigentlich ein total normaler Typ? Ich denke, dass es uns gut... Also, ich glaube, dass er Daniel wirklich mit leiden kann. Wir sind halt eigentlich zu Unrecht eifersüchtig, weil Daniel ist halt auch einfach nur ein bisschen abgefuckt von der ganzen Situation und ist auch einfach mal froh, andere Leute kennenlernen zu können. Zu nett? True Dad. Also er ermöglicht uns viele Sachen, aber es kann auch einfach aus keinem bestimmten Grund sein, sondern einfach, weil er Leuten gerne hilft. Ja, er will uns nicht bewusst auseinanderbringen. Da stand in dem Brief. True. Ich esse übrigens nebenbei ein paar Nudeln. Meine Freundin hat mir gerade was gebracht. Hoffe, nimmt es mir nicht übel, aber... Cool. I think I'm ready to draw this. Finn's attitude is so nonchalant, like he's not bothered by anything. Pretty good. But I can add more details if I want. Time to take the pen, dude. Von einer meinte so, yo, man hört dich atmen im Mic. Eigentlich aufhören zu atmen, Bo! Oder? Man, you are so focused when you draw. That's cute. Yeah, thanks. Let me be the judge. Whoa, whoa, give it back, please. Cassidy, do not even look. Whoa, down, boy. Really, Sean? I didn't mean to freak. Stop this tortured artist shit. Share it. Come on. Fuck. You're good. Oh, no way! That looks exactly like him. He would love it. Don't you think that's weird? Why would it be? Don't overthink everything, Sean Diaz. Well, I could never draw like that. What's your secret?
Bruder, wir könnten das sowas von in diese wir stehen auf sie Dings bringen. Practice. I just keep trying to get better. I would draw no matter what. That's what keeps me going. Ha. Yeah, same here. With my music. This place is great for inspiration. These redwoods, the fog, the ocean. Smells like hope and freedom. Except for the working part, I guess. Yeah, but we don't always have to suck up to fuckers like Meryl. Most of the year, it's just us. The road and us. What do you miss about your old life? Anything? Besides some friends? Nothing. Well, my own bathroom. Out here, you see that you don't need all that bullshit they sell. Huh. That's freedom. I mean, the trick in this country is just to survive. I guess. I do like traveling around, but I want a base. Will you ever go back to Texas? Going back to all the crap I left behind? No way. So, tell me, what do you miss about your old life? Well, apart from my dad, I'd say Lila. Definitely. She was like my best friend. I miss our talks. I'm sure she's very special. Even when I had a shitty day, she would always make me laugh. Always. Feels like years since we talked. Probably never again. But things change. Right? Yep. So keep moving forward. You have a good heart, Sean. I think you could use some alone time. See you later. Wir wollen nicht zum Cassidy. Wir, also ich bin immer noch Hashtag Team Jen. Wenn sie so heißt. Ich meine, dass sie so heißt. Ja, Jen. Wir sind Team Jen. What up? The usual. Carving some wood. I learned wood carving with an Inuit native back when I lived in Alaska. It's an antique technique. Helps me vent out, focus. Yeah, I just let my hands sculpt the wood, and sometimes I have good surprises. I'm just kidding, man. It's actually a cool cowboy thing I've been trying to do for a while, but I suck at this. It's just fun to relax. Hmm. Lilas, unsere Freundin. Finn is too punk rock to be a farmer. Also, mit Lila haben wir echt eher so ein Friendship-Ding am Laufen. Na gut, wir werden ja noch sehen, wie sich das entwickelt. How long ago did you come here to Humboldt for work? 9 years. I left Santa Fe because it was hell. No money, nobody. Hitched north, worked on farms, learned how to trim. Had to bail after some tweaker tried to attack me up in Arcata. Moin. What? These guys know how to make a bong out of pretty much anything. And now I do too. Ja, die ist einfach selbstgedingstet. Shit. Guess Penny's looking for somebody. That sucks. Arthur Jinx Lee, zuletzt gesehen im Blue Side Creek Humboldt. Er benötigt medizinische Versorgung für jegliche Informationen. Kontaktieren Sie bitte Penny. Das ist Pennys Nummer. 555-459-879. War 2015 das letzte Mal gesehen? Wir sind mittlerweile Februar 2017. Meryl. Schwierig. Aw, they look so cute here. Mm. I love how they're like a real family. Echt cute. Geht, ne?
Ich krieg's gerade echt ganz gut hin, mit links zu essen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das hinbekomme. Ja. Hello, Dolly. Wahrscheinlich Doggy, oder? You're old. That's some deep shit. So cool he carries this around. Wish I could see the pictures he took of us. Hmm. Wonder who's her mom. And who's the other woman? Hmm. So. Weird. Where did he get that from? Krawatte? Ah, da. Must be tough to be so far away from his sister. Seine Schwester wurde jetzt 9 Jahre alt, ne? Alles Gute zum Geburtstag. Ne, warte mal, was? Das hat er geschrieben? Oh, alright, Alles Gute zum Geburtstag, Sarah. Es tut mir leid. Das soll der Hahn sein, wo... Oh mein Gott, es tut mir leid, dass ich nicht da bin, um all deinen Kuchen zu essen und deine Geschenke zu öffnen. Ich hoffe, du hast eine tolle Feier mit Mama und Papa und deinen Freunden. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen und all dir meine coolen Fotos von Kalifornien zu zeigen. Ich rufe dich an, wenn ich die Gelegenheit bekomme. Und Happy Birthday zu singen. Umarm Alexander für mich, dein Bruder Jake. Oh, right. Krasse Zeichnung. Naja. Ich glaube, Jacob ist auch so wie wir ein bisschen der Außenseiter. Der noch nicht so zur Gruppe gehört. So, müssen wir nicht Wasser noch auffüllen? Mein Zelt gucken, ob die Uhr noch da ist. Let's get these over to the kitchen and shower. Im Moment meine Zellöffel. Ja, es war übertrieben lecker. Damn. Trimming is hard. How do these guys keep coming back? It is nicer here than other places we saw. Too many junkies and homeless. They go together sometimes. No home. Almost done. Get high. What the fuck else are you gonna do on the street? Clean it up. We see so much trash in the forest out here. California is very green, but starting to look like shit. Need 2 more hands, Dishmaster? Yeah. That'd be cool. I'm on it. Ich glaube, das ist auch ganz gut, ihm zu helfen. Yeah. I don't miss doing the dishes. Then why are we doing? Einfach nicht antworten. That's it. Finally. Need a hand with your own chores? That'd be awesome. I need help moving the last water tank. This shit is so heavy. Okay. I'll wait for you near the water tank, so we can finish your chore. Let's carry that one to the shower. So, la la la.
Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das relativ chillig ist. Also ich muss generell sagen, Camping ist eine coole Sache. Everybody has time to fucking recycle or compost or shit, especially when you live off the grid. We all should try. Aber unter den Verhältnissen auch nicht so geil, ne? Sweden is not perfect, but we try to be more eco-conscious. We only have one planet. Boris talking shit again. Ich glaube, das ist echt wichtig, dass wir die Aufgaben hier machen, um mit von der Gruppe mehr oder weniger den Respekt zu gainen. Hobos spreading garbage in the forest. Good point. Now you're here sponging off us trash on an illegal pot farm with a tourist visa, lecturing. So, in dem Zelt waren wir. Strom. Easy money, they said. Yeah, man. I would have killed for something like this back in that freezing house in Oregon. Ich bin gespannt, was noch passiert. Ob wir versuchen abzuhauen. Wo der Knackpunkt ist. Ob sie uns nicht gehen lassen. So, zum See. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt gehen. Hey. Hola. ¿Qué está, señor? Bien, ¿y tú? Tengo la púa que perdiste. No comprendo. Don't laugh. Still learning, professor. I said I got the pick you left at Beaver Creek. What? That's so cool. Why didn't you tell me? I didn't want to look like a creep. You don't. I lose them all the time. You can keep it, stalker. Talk later. She's so natural. I wish I could be more like that. Socializing is hard. Mm-hmm. That's cool they let us use their extra gear. We lucked out. So, wir können es uns gar nicht angucken. Aber wo ist Daniel actually? Die kann uns nicht leiden. Absolut nicht leiden. I'm done with these potatoes. But thanks for nothing. Sorry, Hannah. Whatever. You're just like those Swedish tourists. Like those kids who come through here all psyched and they have to bust ass and they're gone. I know I have a lot to learn. I mean, you've been doing this for years, right? Pretty much. 10 years or so. I know. We all got scars of our own. I just fucking hate phonies. Too many here. A crusty backpack doesn't make you one of us. I know. That's not what I'm trying to do. Last thing I want is to interfere with your group. I'm not saying you can never fit. Just letting you know how it is. You can't be part of our family unless you open up. This is a family too. Not a pit stop. Out in the wild, sharing is caring. I hear you, but my brother comes first. Always. That's good. Shows you're not a selfish prick. Not way too many. You don't have to tell me, but how did you end up on the road? Same old story. Fucked up family dysfunction. I just knew I had to get the fuck out before that curse would get me to. I'm glad you're at peace now. So, how did you hook up with the others? The usual way. Just bumming around. Hooked up with Finn first. Then Cassidy, then Pennywise. Now we're all pretty fucking tight. Hell yeah, you are. It's awesome. So, are you satisfied with your life now? I'm grateful for what I have, yeah. Not everything is perfect, but we got balance, prospects. That's way more than I had before. Thanks for taking the time to talk, Hannah.
That's cool. Yeah. Anyway, didn't mean to grill you, Sean. It was a long day. Ich glaube, es war ein gutes Gespräch. Ich glaube, dass wir ein paar Pluspunkte bei ihr gesammelt haben. Wow. Was ganz gut tut. Hannah's tough to figure out. Don't fuck with her. Wait, what? Those guys sure know how to live outdoors. They've taught me so much already. Hey, Goni, hast du nicht gestern schon gerezapt? Danke dir auf jeden Fall. Mal gucken. Okay. Time to help Daniel do some power training. Ah, wir trainieren jetzt mit He's ihm. He's waiting at the lake. Ah, so, jetzt verstehe ich auch erst das, was wir machen. Das stand schon wieder da. Merkwürdig. Ja, es muss irgendwo an einer Stelle jetzt nochmal eskalieren, denke ich mal, mit unserem Bruder. Mal gucken. Ich wonder what they all say about me. Sweet. But can you do it without your power? Oh, yeah. I can do better with my own skills now. Next level. Es wird uns jemand wahrscheinlich sehen dabei. Ready to rumble? Ich glaube. Fucking A. Trainieren wir auf der anderen Seite. Ich habe das Gefühl, dass wir auf der anderen Seite nicht gesehen werden. Und wenn wir erstmal ein Teamgeheul machen, werden die anderen auf uns aufmerksam, I guess? Vielleicht eine etwas random Vermutung, aber ich glaube, dass es besser ist auf der anderen Seite. Hold up. Too many people over there. Let's hit the other side. Okay, aber Daniel hat anscheinend nichts dagegen. Dementsprechend ist es, glaube ich, auch besser sein. Besser so. Weil ich möchte trotzdem nicht, dass Finn, auch wenn ich ihm vertrauen könnte, das mitbekommt, dass wir diese Fähigkeit haben. Warte, was? The other side of that log looked secluded enough to be out of sight. Warte mal, wie ging das nochmal, dass ich jetzt mit ihm was mache? Warum kann ich denn keine Fähigkeit mit ihm ausüben? Und normalerweise ist das Rot immer dafür da, dass ich dass ich was mit ihm machen kann. Finn said he wants to show me this little cave. Or some. The other side of that log looked secluded enough to be out of sight. Ansehen dann Space. Bruder, Space überspringt es, ne? Not seeing a lot of animals around. Guess our pack is stronger. Propex, mein Süßer. Kennst du noch deinen Nachbar Valentino? Ich war letztens bei ihm. Wenn du willst, können wir dich mal zusammen besuchen gehen. Reno, danke dir für den Prime Sub. Stuck? Ja, irgendwie schon gerade ein bisschen. Ich verstehe es gerade nicht ganz. Einen abgelegenen Ort am See finden. Muss ich irgendwo woanders laufen?
Vielleicht Buggy? Schwimmen? Danke für den Zweier. Finanzberater. Kann man vielleicht, Jonas, kannst du vielleicht mal irgendwie auf Twitter gucken oder so, ob das irgendwie schon irgendwie so ein viraler Bug ist, worüber sich alle aufregen oder so, oder ist das, bin ich gerade doof? Oder bin ich gerade einfach zu blöd? The other side of that log looked secluded enough to be out of sight. Also normalerweise, wenn da das rote ist, dann heißt es, man kann das halt mit Daniel lösen. Aber dann ist halt normalerweise noch eine andere Auswahl. Ich kann aber nicht mehr zurück. Leute, Minecraft-Jokes, by the way, sind jetzt echt gerade nicht mehr so lustig. Ich kann nicht ins Camp gehen. Ich werde hier zurückgedingstet. Ich muss hier was machen. In den Settings wird es nichts geben, Brudi. Ah. Holy shit. Ich used to love collecting these when I was little. Hoffentlich geht's dann. Might make for a cool souvenir. So, aber das war jetzt nur ein Souvenir. Ich versteh's nicht. The other side of that log looked secluded enough to be out of. Ich kann auch nicht mit Daniel interagieren. Checkpoint neu laden. Ich kann mit ihm nicht reden. Also ich wüsste gerade nicht wirklich, was wir machen können. Da lag etwas. Was lag da? Also wir könnten wirklich das Spiel gleich immer neu starten, aber... Ich habe gerade ein YouTube-Video geschaut und da wird einfach diese Stelle weggecuttet. Hä, also... Nochmal in der Ecke, wo das Souvenir lag. Ja, also der Junge kann den ja wegdingsen, darum geht es ja. Aber wir haben momentan nicht die Möglichkeit. Links vom Baumstamm im Gebüsch. Die Pferden haben wir schon gemacht. Boah, Leute, die Minecraft-Jokes werden echt nicht lustiger. Okay, ich werde mal kurz resetten. Pfeiltaste nach unten. Nee, das wird's nicht sein. Not seeing a lot of around. Ich kann auch nicht links am Pack is stronger. Ich kann hier auch nicht links vorbeilaufen. Oh mein Gott, stimmt. Ich hab die Steuerung vergessen. Man muss das mit E aktivieren. Danke für den Call, Mann. Hey, can you move that tree trunk? Duh. Wow. Bekannter Bug, über den sich alle aufregen. Ja, nochmal. Hey! Your face! Ah. Come on. I wasn't gonna drop it on you. Ah. Funny, man.
Okay, let's have some fun. Yannick, danke dir für 7 Monate. Vielen, vielen Dank. Let's try this. I want you to focus on these ugly mushrooms and blow them apart. Dude, I'll blow the shit out of that. Mushroom. I'm waiting. Or maybe you... What the? Come on. Find something else. Leute, ich habe so meine Befürchtung, dass das langsam eskaliert, WDF. Think you can lift all those? I know I can. Uns wird so safe jemand zugucken dabei. Whoa, Daniel! That's amazing! I told you, Iroh. Naja, Melly, dann müsstest du ja schon einen halben Live-Ticker machen. Das ist ja dann auch ein bisschen doof. Du kannst jetzt nicht die ganze Zeit immer dazu schreiben, was jetzt passiert ist. Nebel, danke dir für 19 Monate. Das TV steht bestimmt für Twitch, oder? Hello! Ja, bleib ruhig, Bruder. Ich hab kurz meinen Lachs gegessen hier noch. Pick a rock. Any rock. Okay, and... Let's test your aiming system. Oh. Target in sight. Locked and loaded. Wisst ihr noch mit dem anderen, mit dem Hund damals? Hello. Wieder so weit, dass er nie zurückkommt. Awesome. Okay, you're good. Now, let's spice things up a bit. Bring it on. Man kann gar nicht die Weite einstellen. Mann. Zuck. Hello. Mann, ja, bleib ruhig, Junge. Holy shit. Heilige. That was not a fair fight. That's right. What's next? That was some next level shit, Daniel. Thanks. I've been training on my own sometimes. I know I haven't been around a lot lately. Ich glaube, unsere Beziehung wird wieder besser, oder? You still have to be careful with it, man. You always want it both ways. Use it, then don't. We just have to make sure you can control it. Well, it's my power, not yours. Okay, never mind, by the way. You better chill the fuck out, Daniel. I mean it. Why are you making a drama out of everything I say? Am I a bad big brother? Because I hang out with other people? Sag jetzt nichts Falsches. You're always with them. That... Und du nicht, oder was? Oh, come on, Daniel. Bet you don't even want me around anymore. Don't say that. You know it's always you and me, and I know. I mean, never mind. That's it, enough. You're being a brat. Can't say anything without you having a shit fit. We're family. We still have a long way to go, and we have to go together, right? I know it sucks,
But you have to grow up now. Mann, Bruder. Es wird so safe jemand sehen. Daniel, stop it! Stop it, Daniel! No! Es gibt eine Welle, glaube ich. Bro, holy shit, das ist Erdbeben. Keiner hat's mitbekommen, by the way. I got serious munchies. Any chips left? Dude, you scarfed the whole fucking bag. Have another hit. Yeah, yeah. I packed a fat bowl. Schau mal, du bist einfach neun. You're getting tired, babe. You shan't me. Had a long death to leg ducks. I took both roads everywhere. Whoa. You see that shit? It's a fucking UFO. I'm serious, man. Look. They're finally coming to take you back. Stell mal vor, jetzt einfach Episode zu Ende. It's giving. Gigabyte. Die Jacke ist nice von Dings. Ich finde die Episode ein bisschen lame bis jetzt. Cool machst du. Tripped on a few words, but y'all are baked, so I'm good. Good job, sis. So beautiful. Damn. Why you ain't rich and famous? I mean, you can hook us up. That was cool, Cassidy. Ich liebe deine Stimme. Thanks, everyone. I take ass, cash, or grass. Hint, hint. John, take a puff and pass it to your friend. Oder ihr wisst ganz genau. Nah, I'm good. Na, Bruder, Habibi. No fucking way. Jeez. I was just joking. Ha ha, you better be. That is all for us. We must sleep. Ah. There go the party animals. What is it? Like 10 o'clock? No worry, Finn. We'll party like rock stars tomorrow for our last night. Come on, one more round. Gonna sleep tight. Jeez. I swear every time you play that song, Cass, I see my poor black flag. Oh, man. I'm sorry. Who's black flag? It was my dog back in Colorado until last year. Yeah. Bei aller Liebe, ich kann euch jetzt nicht schnell alles zusammenfassen. Yeah. Und wahrscheinlich Pussy. Something like that. A year ago we were hopping a train, just me, Finn and Cass, and Black Flag. We got caught stealing some shit in some random town. Motherfuckers called the cops on us. Had to run for it. We saw that train from afar and went straight at it. Cops right behind us. We barely made it. But nobody was able to get Black Flag. Jesus. Yeah, I see him chasing after the train, yapping at me. But I left him there. That's it. End of story. I hope the cops picked him up. Got him a better home. I think about that damn dog every day. Here's to Black Flag. Man. Nein! Nein! That was our rescue dog.
She didn't make it with us. Oh. So, never mind, alles gut. Ich wollte das sagen. Jeez. Sorry, I ruined the mood. Don't worry, Hans. We can do worse. Let's hear everybody's worst memory. Fair and square. Are you serious? Why the fuck not? We all need to say our piece once in a while. Who's up? Penny? Cool. Let's stop the violins. Check this out. Say hello to my little friend, Jinx. Met him dumpster diving in New Mexico. It was cool. Your boy had issues. Mood swings, delirious, self-harm, fun shit like that. He seemed to get better with me. I think I loved him. He gave me this coin. Said he never gave his trust to no one before. We used to come here every now and then, hook up on cash, but he disappeared. A few miles north from here, in a pot farm just like this one. He went out one night, high as fuck, and zoomed. That was the last time I saw him. Now I gotta hold on to this fucking penny just in case. Is that how you got your name? Yep. Oh. He must mean a lot to you. That sucks, brother. Shit like that happens around here. Bless, the guy needed medication. Sure did. I just hope he's okay. Maybe I'll run into his crazy ass someday. Who knows? It's a small world. I hand him back the trust that he gave me. All right. Bad vibes indeed. Can we do worse? Jake? Please? Well, just don't laugh. I guess my worst memory is when I lost my faith. Yeah, you mentioned it. What happened? I used to be a sheep. A true believer. Oh. I was raised Jacob in Haven Point, Nevada. Small community. We have this amazing reverend. People line up to listen to her. She's intense. But for some reason, things happened. Thanks, Brian. And I started doubting myself. It kind of escalated. People said I was trouble. I couldn't get the answers I was looking for. Even from my own folks. I know the feeling. I felt so lost. Wasn't sure what to believe anymore. So I left. I just needed to be alone for a while, you know? Er geht halt einfach zweimal rein in der Story. By myself. I'm still looking for it. Jacob, my son. Maybe we are the truth you were looking for. I'm glad I found you guys. I don't know if I'll ever go back there. Not until I get a signal from God, at least. I hope you can. Bet your family misses you a lot. I miss them too. Just not the other stuff. What about you, Cassidy? Mann, warum kann ich dir nichts sagen manchmal? Das ist manchmal verbuggt. Pass. I already sang a song. Figures. What about you, Sean? You obviously don't have to talk about that shit show back in Seattle. But if you have something else... Nope, nothing beats it. How about me? Oh, you're the man I was waiting for. It's... not only one bad memory, but they're all about my friends. I feel like I've let everyone down, like Noah and Lila from Seattle. And our doggy Mushroom, who was killed and taken away by a puma. Then I lost Chris because we had to run away. Again. He got hit by a car. I don't even know if he's all right. But more than anything, danke, Plicking. I miss my best friend, my dad. Jesus, little man. That's hard. I'm so sorry, Daniel. I told you I'd win. You didn't let anybody down, life did. Yeah, life is a bitch. We can only
go with the flow, like a river. Yeah, that's why I'm not dragging around any bad memories. Come on. Bull fucking Oh, you started this shit, bitch. Don't punk out now. Yeah, listen, smartasses. I'm just saying, you can't change the past. So you just gotta focus on what's next. Memories are just lessons for the future. The future, huh? What's your big plan, Prophet? Wanna know what my plan is? Picture this. A kick-ass beach house in Costa Rica. Sunshine, feet in the sand, sweet ocean view. We'd be one big, fucked up, happy, dysfunctional family. We just chill and sing and drink cocktails out of coconuts. Only thing we need is a little cash along the way. And then, boom. Jesus fucking Christ. That's your dream? Beach house and coconuts? too boring for you? This sounds like my folks' retirement plan to Florida. I don't need anything else than what we already have. Sure, we're working our asses right now, but we can beat it if we want. I'm not gonna settle down. No way. That's how shit starts, you know? When you start having things of your own, things you ought to defend, property, land, family. What do you think you're missing out on now? Coconut cocktails? Well, agree to disagree, fucker. Man, I'm too high for your shit. It's time to crash. And penny goes down. Peace out, brother. Night night. Looks like we still have some booze left. Who's in? Action, Windmaker. Oh, twist my arm. Teeny tiny drink. And we need to talk about Sean's hippie hair. Boy needs a real haircut. Oh, hell yes he does. Now it's your turn to get a trim. Karma. I'll call it a day, too. Night, everyone. Hey. I'm wiped out. Are you ready for bed yet? Wenn das schon so gefragt wird. Sollten wir auf jeden Fall auf ihn aufpassen. Wobei ich den freshen Cut begrüßen würde, to be honest. Ich würde auch gerne wissen, was bei Haircut passiert. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Fixpoint. Ob wir jetzt lieber bei unseren Freunden bleiben, worüber er sich ja die ganze Zeit aufgeregt hatte. Dass wir lieber bei unseren Freunden bleiben, als zu ihm zu gehen. Wir müssen mit ihm mitgehen. Wir entscheiden uns jetzt sozusagen für ihn über unsere Freunde sozusagen. Wir müssen schlafen mit ihm. Yep. I'm ready to crash too. Let's go. What? No, you're gonna miss our makeover skills. I'll fall asleep, and then you'll turn my ear on. Oh, get out of here. Good night, Finn. Night, sweet dreams. See you in the morning. You didn't have to come with me, you know? I know. Hey, can we talk about what happened on the lake? Yeah. Ist bei Dwayne richtig lustig, dass wir mit ihm schlafen gehen, oder? Ich kann es eigentlich auch ohne Mist. Es ist so hardcore funny. Basti, danke dir für den Prime Sub. Wollen wir ihm das sagen, was er hören will? Kind of
bummed me out when you said that you weren't a kid anymore. I mean, I know you're not, but I'm gonna miss it. I can't help it, Sean. Things are so different now. I miss my friends, my room, my playbots, everything. It all seems so far away now. I know I'm not always nice with you, but things aren't nice anymore. I know. But don't let this change who you are. I just wish I could have a normal life again and stop being so angry all the time. Hey, I'm sorry about your bad memory. Thanks. Max, danke dir für 5 Monate. Don't worry. You'll make new memories. New friends. Starting now. You and Finn are best buddies. And you like Hannah, right? Yeah, that's true. I just miss them all. Noah, Lila, Mushroom, even Grandma and Grandpa. I'm just so tired of all this crap. I feel the same way, dude. It's okay. Just don't feed the beast, you know? Yeah. You know, I still like it, but it's kind of tight on me now. Yeah, you're too big for it. I am, but I would like to hear about the Wolf Brothers, if that's okay. Just don't tell the others, okay? Promise. All right, get comfy. Where were we? Oh, yeah. The Wolf Brothers joined a pack of hounds that roamed all over. Ich bin auch ehrlich zu ihm. Ehrlich. Finally, the brothers had found new friends. But the little wolf wasn't so sure about the new pack. He didn't want his brother to run away with them. And so the little wolf would howl and prowl, not knowing what was going on. But he didn't know that nothing could ever separate the Wolf Brothers from each other. Ever. Alright. Ich fühle mich aber jetzt ganz confident, wie wir die Beziehung mit unserem Bruder ein bisschen gerettet haben. Ich werde mal ganz kurz auf die Toilette gehen. Ihr könnt auch, wenn ihr kurz wollt, die Toilet aufsuchen. Ich bin gleich wieder da. Es geht in 2 Minuten weiter. Thank you.
Ich reg mich auf, dass Basti 9 Stunden schon gestreamt hat und er schon das zweite Mal heute auf Toilette. So. Sorry. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Episode bald vorbei ist, was ich irgendwie nicht hoffe. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass sie echt noch ein bisschen geht. Also so, schon nochmal 3 Stunden wäre echt ganz cool. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn nur noch eine große Sequenz kommt. Was ich nicht hoffe. Ich war nicht kacken. Oh fuck, haben wir verpennt? Bro! Fuck me! Ich dachte, ich habe Spotify aus Versehen angemacht. Wahrscheinlich ist es vorbei. Niemals. Wahrscheinlich Endsequenz. Es muss noch was Negatives passieren. Wir sind noch nicht mal 3 Stunden an der Episode. Das wäre zu wenig, Leute. Glaubt mir, da kommt noch ein bisschen was. Es muss jetzt was Schlechtes passieren. Okay. This is boring. So, everybody, tell me how you're gonna blow your next payday. The usual. Facer, danke dir für 2 Monate. Well, ain't we all stingy now? How about a keg offering for your family, or some hookers, or cocaine? Oh, please. There's a child here. I think he's hurt worse. Me. Besides, he's our mascot now. Oh, I want to buy a bacon burger and a pepperoni pizza. Then, a box of Choco Crisps and a red slushie. Oh, hell yes. Screw the hookers. Bring on the Choco Crisp. Come on, John.
You gotta treat yourself after all this hard work. Okay, that's silly. But I really do need another pair of socks. I wash mine overnight, but they're not always dry the next morning. He's got cold feet. So that's it, huh? You bust your ass all week for nothing? Some of us just got simple needs, princess. Yeah. Like your beach house in Costa Rica? Okay. Kriegen wir Geld? Let's get this over with. Finn, Cassidy, Sean and you. Jake. Sentix, danke dir für 6 Monate. Daniel, dude, do you have to do this every week? Adults only. Oh, whatever. I work too. Yes, I know. But we have to keep a low profile. Got it? For the millionth time. Just wait here for a few minutes. And don't do anything. Nothing. I won't. Swear. Okay. We'll be right back. Oh Gott, ich... Wahrscheinlich wird er nichts machen. For once, you're all on time. Let's see who wins that farm lotto. Jacob, right? I thought you wouldn't last a day, but you cleaned up. You're all right. Thank you. Thanks. Cassidy, your trims were pretty weak. And Big Joe told me you've been whining a lot. Bet he did. Look, you can bitch all you want as long as you work. Otherwise, you're just taking up space. So get it together. I know, Meryl. Now for Sean. Very nice trims. Good work, kid. Finn, you saved the pots in the greenhouse. And our asses. That's why you keep coming back. You know it, boss. How about a raise? Yeah. Mario, danke schön. Sorry. Vielen Dank. Now for the moment you've all been waiting for. Get in here, you little asshole! What the fuck? Don't touch me, jerk! Ah, ich wusste es so sehr, ne? Don't move! Now explain! That sneaky fucker, he was snooping around your living room! No, I wasn't! I was just bored, so I came in! Shut up, Daniel! Seriously, let him go! Shh! I told you. Come on, Meryl! He's a kid, not a thief! You wanna frisk him? Look at him! He's just following his big brother! Your brother needs a lesson. Finger abschneiden oder was? You all need a lesson. So first off, no payday. Oh, fuck that. Boss, no way. Don't do that to us. We earned that money. Sean, you and your brother are fired. What? And don't come back or Big Joe will take care of your ass. Please, Meryl. That's bullshit, man. Man, I know you're pissed, but Sean is a good worker. Never brought you any losers, right? Sir. Quiet! Shut the fuck up. Daniel, Alter. Sean, I warned you. One too many times. We tried your way. Now it's my turn. Okay, Joseph. Just teach him a lesson. Könnt ihr nochmal Raiden austeilen, nachdem er jetzt die Frage 20 Mal gestellt hat in 5 Minuten? Let me go! Come on, man. Big Joe, what are you gonna do? He's just a little fucking kid! This ain't your business. Think I like it? It's mine. Ow! What the... Okay, who did that? Who did that? I did.
my fault. Look! Unerwartet. Was soll er jetzt mit dem kleinen Jungen machen? Wollte er jetzt den kleinen Jungen schlagen? Well, that's it. Believe it or not. Told you it would sound crazy. Fuck. That's mental. Exactly. I knew something was up with you guys. Damn, I would be scared shitless. We're careful. I'm always here. In case anything happens. And I practice every day. Man. Yo, Konstro. So, Sean. Schön zu hören. Ich hoffe, dir geht's gut. Danke für 25. Do you have a superpower? Nada. Zero. Nothing. Trust me. I tried. Really? When? Do you have any idea where it comes from? I mean, it can't be random. Reptiloid? Nee, Digga. Also... I figured it started in Seattle. Maybe the shock triggered something. Sie wissen es ja jetzt eh, wir müssen darüber reden. I still don't remember. Don't worry about it. Damn, you're so unique, Daniel. That's why I need your word that you'll keep all this to yourself, seriously. Oh, this stays right with us. Promise. You can trust us. Jake? I don't know, I mean... This is a big deal, Sean. Bruder, was ist er denn? How long can you keep this a secret? As long as we have to. It's all about keeping Daniel safe. It's my job now, man. What if he has those powers for a reason? Maybe it's our job to help him too. Guide him. What does he mean, Sean? Dude, no. Do not make this into some cosmic bullshit. You still can't tell anybody. Come on. I wouldn't do that to you, Sean. Or Daniel. Wahrscheinlich wird das nicht machen, oder? Oh, this whole thing just blew my mind. I think I need a break. Hmm. Is that okay? No worries. It's cool. Oh, not after what you guys went through with these bastards. Okay. Talk later. He's right. It's fucking bullshit. I know. Oh, Shizui. Do you swear? I mean it. No worries, sweetheart. I'd never let anything happen to that little guy. He's a true rebel. Thanks, man. For real. Das ist eine Snitch töten. Ja, moin. Ich vertraue Finn gerade nicht. Hold up. You know... There's a lot of money around here. Oh no. What the fuck are you talking about? Merrill's safe. It's like a fucking ATM. I've seen it. Me too. In the back of the room. How you outlaws gonna get the combination? Me? No fucking way, Finn. Don't pull a kid into your stupid shit. Getting a shitload of cash isn't stupid. We can get out of here. So you can be a beach bum? You're so selfish, man. How? Sean and Daniel are out of work. They deserve this. And ripping Merrill off is the only way to do that? Really? And with a fucking kid? You know these assholes are armed, right? I guess. I didn't think about that. Yeah. No shit. Don't lecture me. I was just having a brain fart. Let's have a beer and forget about it, Sean. Cool? Deal. Die Fähigkeit wird nicht für kriminelle Zwecke eingesetzt. No more of this crap, okay?
dass er sich wieder oder das war die nicht die, die nackt war. I think you did. I can tell he was sorry. For him? Yeah. Damn. I'm gonna drink the crap out of this party. So should you. Plus, since it's your last night, time for your tattoo. Glaube ich auch, what? Jonas. Are you getting a tattoo? Dude, I want one. No, you don't, hipster. We have other things we gotta do. Fuck, Digger. Er wird safe vielleicht auf ihn... Wenn der das macht, ne? Scheiße, zwei Stockwerke hoch. Oh, das war wirklich insane, die Zeichnung. Die Nacht der Depression. Alle haben ihre schlimmsten Erinnerungen geteilt. Alle fühlten sich scheiße. Was für eine wundervolle Welt. Bin wieder früh mit Daniel schlafen gegangen. Wünschte mir, ich hätte bei den anderen bleiben können. Was soll's. Ich bin ein Fluchtwolf. Scheiße, scheiße, scheiße. Daniel hat's wieder versaut. Muss den Scheiß gerade biegen. Ich hab so verflucht satt wegzulaufen. Okay. I know I shouldn't have gone in there. Don't yell. Now there's three more people who know about your power. Don't worry. We can trust them. They said they won't tell. I know, but what if anyone gets scared and calls the cops? Okay, we you don't know what can happen. Yeah, maybe. We'll just have to be careful then. At least we won't have to worry about any of this. Unser Geld ist aber noch once da. We're in Puerto Lobos. Fuck Puerto Lobos. We'll talk later. I hope we'll meet again. You talk have a so seat. Much. Have a beer. To our last night together. And to your next adventure. So, what are you gonna do next? Figure out what I'm gonna do. Me and Daniel are homeless again. Yeah. When I got out of jail, I had nobody but me. My brothers were still in the joint. They still are. I stayed with a friend. Nobody could find me. Yeah, then I just said, fuck it. Took off. That was it, man. No more family. Just me. Always trying to find a new daddy. Or new bros. Yeah. Stupid. I knew I had to cut everything off. Start over, all for myself. That's what you're doing. Yeah, you're starting all over. And now, you just gotta take the next step to build a something for you and Daniel, right? Build what? Daniel's acting like such a punk. He doesn't want to listen to me. I'm like a parent now. True. But he's still a kid. So, let him hit puberty. You can't stop it. Just accept it. Yeah. No, he's gonna be all right, laddie. You, have enough cash for the trip? I doubt it, but we'll see. Hey, it's... bullshit. After all this, you deserve the lotto for life. Seriously, how are you two gonna get to Mexico? Hitchhike? Walk? Hey, just hear me out, man. There's only one way out of this for you. One way to hook yourself up. Listen, bro. We got this, Sean. Daniel can open that safe with his eyes closed. Come on. No, Meryl's probably wasted.
like every night. You guys can get to Puerto Lobos in style with a nest egg. You don't want Daniel to be homeless anymore, right? Huh? Then let's do this. I wouldn't let you in on this if I had any doubt. Auf gar keinen Fall. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich es jetzt nicht mache, dann macht das alleine mit Daniel. Never. I can't, Finn. No way. Too dangerous for Daniel. Nah. Daniel is the dangerous one. Nobody can even touch him. Bruder, ich hab was gesagt. I said no. I bet you're pissed at us because he didn't get paid. I would be too. I'm so sorry, but... Okay. Okay. No stress, man. I respect your decision. Just wanted to help you. And Daniel. Much love to you guys. Yeah. Sucks, you have to go tomorrow. Bruder, wehe, er macht das mit meinem Bruder. Gonna miss you, Sean. Truly. Thanks, Finn. Same here. I'm glad you and Daniel have each other. You two are special. You got powers. Don't take shit from anybody. Ever again. Der wird euer Geld klauen. Lieber soll Finn mein Geld nehmen, als dass ich die Scheiße. I'm stoned. Ich die Scheiße für kriminelle Zwecke einsetze. Damn, Finn. You need to land, man. I'd rather work my ass off for months than take that risk. Shit. Are we really getting kicked out of this place? We don't have enough money to go down to Mexico. What the fuck are we supposed to do? Stubborn. Digga, die Mucke. Ist Jacob eigentlich bei der Party? Ja. Hey. Why so sad, little man? I miss my playbots. What are playbots? Like robot stuff? Playbots. Ich bin richtig sauer. Being so far from home, and with someone getting on her nerves half the time, I'm gonna miss her stupid good mood. Shit. Cassidy's been busting my balls about a tattoo for a week. Junge, niemals werde ich mir eins stechen lassen. Shit. I think there's more beer than water in this can. Yeah, it's insane for you. I'm gonna get one of these as soon as we're out. This is a life changer on the road. Mm-hmm. So different from the parties I had in Seattle. Hey guys, but I feel good here. What's up? Oh yeah, Sean is in the house. Grab a brew, smoke a bowl. I'm so good. Thanks, man. I'm already buzzed. You fucking lightweight. That's what you get for keeping all the coffee to yourself. Messing with you, man. Hey, dudes. I am drunk. So, Diaz, what's up? Hey, I saw the Jinx posters by your tent. Are you still looking for him? What were you looking over there for? Sorry, man. Didn't mean to pry. It's fine. Yeah, I still carry these around. Drop them around when I can. You know, just in case. But no news so far.
I'm sorry about that, Penny. Sad. We hear rumors about this place. I never think it was... That life we chose, though. Yeah, we'll meet again. You're a badass motherfucker. I hope you do, man. When did you guys start drinking? When I was 15. Oh, you mean tonight? No clue, man. Mike. And this place is gonna be a ghost town tomorrow. So burn it down tonight, right? Fucking A. Skål! So, what's the next stop for you two travelers? I want to go north. Ingrid wants to go south. To both? Fuck that. I want to see Canada. She go to Texas. Yeehaw. At least you have a choice. Still going down Mexico way? Yep. One way. Won't mind being in that heat, though. This is summer compared to Detroit. Summer. Ich weiß nicht, ob ich das sagen will mit Meryl. Soll ich sagen, scheiß auf Meryl? Ich würde am liebsten gehen. Weil irgendwie, weiß ich nicht, will ich nicht das so anzapfen. Okay. I'm done. More beer and weed for you. You leave it? Lightweight. We party for you, Sean. Talk later. Hey. Hey. Everything okay? Diaz, my favorite straight A student. I'm gonna leave you guys alone. No, don't. I can go. If I'm interrupting. Or... Don't worry, we're done. I think I need some alone time anyway. See you later. Cheer up, sister. Die Musik, what's going on? Don't worry about that. Secret girl talk. I'm so bummed you guys are leaving. No shit. Are you still going to Mexico? Yeah. At least we have to try. It's cool you have a goal. I can't wait to get the fuck out of here. But they want more cash. Then Finn likes to get his weed on. Just tell Finn. He can get high anywhere, damn. He'll listen to you. Oh yeah. He'll listen. Then ignore me. If we're a family, Finn likes to be the big daddy. And Hannah will tell me to fuck off. It sucks. Yeah, well, now you're free. You and Daniel are the real rebels. Whoa, down. Fuck that shit. It's fiesta time. Even if it's our last night here, we'll meet again, Sean. One thing I learned traveling is how small the world is. We already met twice. Why not more? Even if we don't, we'll be fucking cool memories in each other's mind. Yeah, maybe. But the best way to remember somebody is a tattoo. Ready? Wait, are you serious? Goddamn right. This is like your initiation ritual. Don't be scared. Cass is here. Sounds cool, but tomorrow I'll totally regret it. What? Are you doubting my drawing skills? No way. I'm just not into the needle action. Oh, it doesn't hurt, you big baby. Well, not that much. Come on! Nah. I'm not feeling it. Es tut mir leid. Really. I mean, this is for life and all. I can't do it on a whim. You know?
It's okay. I'll just need to find another victim for the night. You think Daniel would enjoy a tramp stamp? Just kidding. Just kidding. Anyway, I get that you don't want a tattoo. To each his own. I like your clean city boy look. Don't lose it, Sean. Thanks. Yeah, thanks. I mean it, dumbass. Hey, you know what? I think I'll have a swim in the lake now. Come with me. Sorry, Cass. I'm not ready. Too unstable right now. Am I too much? Ren. Yeah, whatever. Or really baked. No, I'm just. No big deal. Kannst du nochmal die Kondome zeigen? Come on, give it up. Wait, is it about your money? Hey, what's up? Just waiting for your ass? This is your party, dude. That looks like a Big Joe bruise. So come on. What the fuck did you guys do? Daniel kind of broke it to Merrill's place. While we got paid. Aw, that's it? Give me a break. I was just showing off. I'm not a little kid anymore. We know, little man. Okay, no need to poop the party. Let's enjoy the night. Hear that, Jake? Time to party, not pray. I was just... Sorry. You okay, Jacob? Sure. Fine. Bruder, er ist so komisch, ne? Everything's cool. Okay. Just don't get too fucked up. I'm fine. Just thinking. You two wanna be alone? Well, I do. Okay. Let's talk later. Real talk? Wenn ich zum... Later. Wisst ihr, was passiert, wenn ich zum See gehe? Real talk? Zu 100% wird es passieren. Wenn ich jetzt zum See gehe, wird Finn sich Daniel schnappen. Und die werden den scheiß Einbruch machen. Jeez. Ich muss bei Daniel bleiben. Cassidy's crazy. So don't make her wait at the lake, dude. Hey, Daniel. What's up? Nothing. Just hanging out with my friends. Okay. I'll just be around. Du musst es machen, wirklich? Yeah. Fuck. Okay. Talk later. We had to leave right when we started to get along. Damn. He seems really shaken by Daniel. Digga, die Musik ist so anstrengend. Hope he won't mess up. So this is it. Once again. Sie ist schon locker so im See erfroren. Can't pull our shit together for more than a month. At least for once it was a great fucking month. Did a lot. Learned a lot. Leute, das ist echt hart. Hilfe. At least for the first time. Also manche im Chat ist halt auch insane, ne? I just want to move forward. I already miss these psychos though. Maybe I should have just followed Finn. Stick with the crazy and see. Shit. We'll see. Stop overthinking. You're not a teenager anymore.
Ja, ich denke auch. Ich muss baden gehen. Wir müssen zum See, aber ich habe so ein schlechtes... Wirklich, Finn wird so eine Scheiße mit unserem Bruder machen. Zu 1000%. Aber dieses Event muss getriggert werden. Und es hasst... Es fuckt mich übertrieben ab, oder? Fuck. We'll have to pack up all this shit tomorrow. Finn ist eine kleine Ratte und ich fand den Call... Der Call von Shisui fand ich eigentlich ziemlich gut. Bezüglich, dass locker Finn mit Meryl zusammenarbeitet. Also, dass die schon länger zusammenarbeiten und erst ja extra die Leute irgendwie ranholt und so. Oh. Hey, Ingrid. Didn't mean to interrupt. Don't be silly. We all cool. Just talking and shit. Well, let me know if you need anything. Thanks, Sean. You're a very good American. I try. Talk to you later. Yes, we will. Oh, hey, Sean. We're throwing away stuff by our tent. And you can take a look if you want anything. Hey, wenn du willst, kannst du unseren Müll mitnehmen. Yo, danke dir. Sean is back. What do you want, my boy? All right. See you later. Oh, sweet. Better take it before it ends up in the trash. Lass mal den Müll mitnehmen. Was haben wir jetzt eingesteckt? Stimmt, ist doch gerade Sherlock Holmes hier. Wir sind gerade Sherlock Holmes Zeitreise. Ja, komm, wir sprechen jetzt das Ding an. Wir sprechen jetzt nochmal das Ding an. I'm so pissed we have to bail tomorrow. Bullshit. Fuck Meryl. I can't figure this guy. He hates me, loves Finn. Kicks you out, crazy shit. Doesn't matter now. We're gone. No more job. I would rage if we did not get paid. Sean, this job ain't a thing. I can hook you up with another farm. Really? That would be fucking great. If you can. No worries. Alright. See you later. Alright. Phil, danke dir für den Resub. Komm zurück. Mann, Alter, Finn geht mir richtig auf den Sack, Alter. Er plant das schon. Ich schwöre, er plant. Er ist jetzt schon. Ich könnte mich jetzt umdrehen. Er ist schon bei meinem kleinen Bruder, ne? Mann, ich will zu Daniel. Ich weiß zu 100%, dass er das machen wird, Mann. Wahrscheinlich steht sie seit einer halben Stunde einfach nur so da rum, oder? Sean, come on! Hahaha. Oh, fuck. Fuck! Yes, I'm in. What are you waiting for? Oh, fuck this. It's freezing. It's all in your head. Just don't think about it. Sure. Don't think. Oh, ich weiß, ihr werdet mich so hardcore hassen dafür, aber ich schwöre, es ist, glaube ich, entscheidend jetzt dafür. Nein, ich schwöre, wir dürfen da nicht rein, weil ansonsten... I know I'm a loser, but... Hey!
Hey! What are you doing? I'm way too cold out here. Sorry. Oh, come on, Diaz. It ain't that bad. Loser! Ey, wenn jetzt trotzdem schon Phil mit unserem Bruder weg ist, ne? Oh ja. Howdy, Sean. You should have come to the lake. It was a blast. Yeah. Auf einmal sie hat wieder Klamotten an. Okay, silly boy. Come with me. Gotta swing by my tent. Oh mein, er ist weg! Er ist weg! Gerade eben saß doch Finn da. Hey, what's happening? Looks like you went for another swim. I love it. Even by myself. Did you see Finn? He was with Daniel, but now I can't find him. Ach man, Bruder. Wait, didn't see anybody out there. Bruder. Mann. We better go now. Figures Daniel is with him. Just tell Finn I want to talk. Later. Da hätten Sean, hätten wir auch schwimmen gehen können. Wait a sec. Why? We have to stop them. Let's figure out a plan first. We don't have time for that shit. Well, we have to get to Merrill's before then. You're right. Maybe we can borrow one of Big Joe's trucks. This is so messed up. I told Daniel. Fucking Finn. Hey, get mad later. We got shit to do now. Ey, ganz kurz, Real Talk, was ist denn mit euch los? Ihr denkt auch, die hätten jetzt da keine Ahnung, was im See gemacht, oder? Ihr denkt auch, ihr hättet jetzt das gesehen, was, also, es ist ja insane. Mann, es ist ein fucking Spiel. Es sind einfach animierte, halbgezeichnete Charaktere in einem Cartoon-Stil. If something happens, fuck me. It's okay. We're gonna get them. Bring them back. Oh no. Thanks for coming with me, Cassidy. Don't thank me. I'm gonna kill Finn myself. Somebody build a lock. Of course. We probably gotta check a car. Danke, Legendary. Ich wollte gucken, ob man außen irgendwo anders lang kann. See? Those tracks are headed out. Fuck. Mann, der Danny ist aber auch so ein Pick, dass er da mitgeht, Mann. But if we do, he'll kill us, Sean. So let's not advertise. No lights, no noise. I'll check the car, you do the truck. Check the other door now. Sean, I checked the car. All doors locked. Of course. Keep looking around. Maybe the car then? Cass, check it out. So, all the doors are locked. But we just gotta get into one car. And I think I can get that truck started. You shitting me? My dad was a mechanic. He once showed me how to hotwire his tow truck. Just in case. Hot damn, Sean. I fucking love it. Plus, we could, mess with all the other cars, so Big Joe can't follow us. Love the way you think. We can find some things here to bust shit up. But we can't make a sound.
He's just right over there. This plan is crazy. Holy shit. That's why there's no critters around here. Need to find something to slash these. Okay. Something sharp should do the job. Daniel, what are you getting into? Junge, Finn ist so ein kleiner Penner, ne? Mann, Alter, das fuckt mich richtig ab. These bunch of pigs sure don't care about this place. We won't be working here anymore. Lieber Autos klauen, als sie im See zu flanken. Also, I don't know, man. Das nice. Achso. Nothing over here, man. Eco-friendly my ass. They're just criminals. We gotta slash those tires. Gotta be something here I can use. Warum sollte ich eigentlich die Reifen zerstechen? Forget it. Ich meine, die sind doch schon losgefahren, oder? Die sind doch schon abgehauen. Ah, so. Just gotta get in that truck and start her up. There she blows. Damn. That was fun. Not gonna follow us now, motherfucker. Bruder, ich zerstech wen alle, Alter, ne? Mie, wenn bei mir in der Straße ein teures Auto parkt. Spaß. Just want me back in my tent. I'm creeping out here. Anything useful in this junk? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle zerstechen. Nein, 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 nein! Here goes. Oh mein Gott, nein. One. Nein. Two. Shit! He's fucking coming! Let's go! Das war so klar, ne? Fuck, 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 fuck! What the hell? He'll be on us in any second now. Weil das wäre beim anderen bestimmt auch passiert, oder? Fuck, Sean, you did it! Let's get out of here. Drive! Fuck this shit, we did it. But it was so close. Let's do this. Er wäre so oder so wach geworden davon, oder? Also er geht wieder einfach zurück, es juckt ihn nicht. Hat sich mitbekommen.
don't like this shit at all. Yeah, I just want to get this over with. If we make it. Don't say that. Vielleicht ist alles nur ein Traum. Locker hätte der Wagen eh eine Alarmanlage gehabt oder so vielleicht. We should go. They might not even be inside yet. Oh, Finn is out of control. Has he done this before? Fuck us over? Not like this. Why now? Because Finn thinks Daniel is his older. I hope Meryl didn't hear that. He just gets greedy and stupid. We gotta catch him. Sean, it's gonna be okay. Promise. How? What's Meryl gonna do if he catches them? Finn's a smart bullshitter. He'll find a way out of this. I know. Plantage. I just don't know if we can ever trust Finn after this shit. Ah, yeah. I wouldn't. Hannah is gonna go ballistic. Guess you have to tell her too. Hell yeah. She knows how to deal with his ass. Let's deal with this situation first. Digga, was ist das für ein Truck? Taschenlampe aus, Jungs. Good. At least Meryl won't know anyone's coming. Hä? Good. At least Meryl won't know anyone's coming. Wie? Sinn? Ah, die ist aus, okay. Come on. Maybe we can stop them before they fuck up. Finn, I'm gonna kick your ass if Daniel gets hurt. I know you're tired. Ah, bro. Oh, shit! You scared the shit out of me. Good. What the fuck are you doing? Didn't we settle this, man? Shh! You're gonna wake Meryl! Finn, no fucking way. Come on, Sean. Are you kidding me? How could you do that, Finn? And you're so fucking kid. He's 9 years old. He asked me for it. Digga, du kleiner... Force him, man. Boah, Digga, du kleiner... Digga, der ist 9. Are you an idiot? He's too young to make that kind of decision. Fuck's sake, Finn. He's an old soul. Er hat mich gefragt. He knows what's up. Digga, er wollte auch an der fucking Bong ziehen oder er wollte auch schon fucking... Hold on, please. You're standing near a boatload of cash. We can do this in 5 minutes, in and out. And then you're off to Mexico. You won't hear about me ever again. We got this, man. Trust me. Nein, Mann. No means no, Finn. Meryl is right fucking there. He's a log. Won't even know. You asshole. I want to help, Sean. We could get out of here. Go to Mexico. Nicht so, Bruder. Verdammt, Digga. I said no fucking way, Sean. Please. We're done, Finn. Come on, Daniel. No. Why should I? We couldn't even find you before. You were with her, right? Nein, war ich nicht, verdammt, Digga. Ich war nicht im See. Shit, let's go. Ich musste das Spiel... Oh, no, I'm sick of all this. For weeks, you just hang out with her. Digga, shut up, wir waren doch beste Freunde wieder. Ohne Mist, wir waren dicke. Mann, weil ich dich keinen Weed rauchen lasse mit 9? Junge, was soll ich denn machen? It's all your fault. I
lied to. What do I want? Crazy. The fuck are you doing here? Shit. Jeez. Don't move. Don't shoot. What the fuck? How many are you? Just us. It's just us. All right. Move your asses over there. Now. Meryl. Boss. I know this looks bad, but... Stop. I don't want to hear any more of your shit. So, what was your big fucking plan exactly? Work here for a time and then break into my safe? Pathetic. Who was the moron mastermind? Like I didn't know. I gave you punks work when nobody would. A place to crash for free. God damn it, Finn, I told you— Shut up! This is how you repay me? Stealing from me? No, it's not about you. I thought you were different, smart, but you're a real dumbass for getting a kid involved. And you're teaching him how to steal? Thief and Brother of the Year. Nice. What now? You all really fucked up. I can't just let this slide. I can't. You're young, but you can learn from mistakes. That doesn't mean your lesson's gonna be easy or painless. Okay. On your knees. Hands on your head. Shit, don't do this. Don't. Come on, sir. We could talk. I'm serious. On your knees. Now. Digga, knallt er uns ab? Ja, hä, was ist denn das jetzt? Diskutieren und abgeknallt werden und gehorchen abgeknallt werden. Wir sind einfach... Was soll denn passieren? Do what he says. Don't worry. We're on our knees, okay? Meryl? Digga. No. Finn. Oh mein. Just do Real it. Talk, er hat es verdient. Break my balls now, kid. Daniel, you got this. Hey. Don't move. Just get on your damn knees. Yeah, now. He can't do it. Bruder, bist du dumm? Don't fucking move. Was will er denn von ihm? Ich knie mich nicht hin. Mach du. Er kann zaubern. It's not like I want to do this. The people I deal with are worse. But if you rip me off, you rip them off. Then I pay. Take a minute. I have a family to look after too. I gotta protect them first. Can't let you play me anymore. You shall. Oh, Digga, ich muss mich jetzt entscheiden, ob, ey. Wird er auf ihn schießen? Er wird ihn doch nicht abknallen. Also, wenn er ihn jetzt safe tötet, würde ich eins nehmen. Und Daniel wird uns das halt vorwerfen, dass wir ihn getötet haben.
Wenn er jetzt wirklich Finn tötet, dann würde uns halt Daniel dafür hassen. Finn ist... Keiner vermisst ihn. Keiner wird sich um ihn sorgen. Der ist an sich... Er kann ihn töten, er wird keine Probleme bekommen, weil keiner von ihm weiß. Außer von den Leuten... Also, wobei, die Leute da, die da unten alle chillen. Aber er ist halt... Er arbeitet bei ihm schwarz. Rein theoretisch sollte er keine Bedenken hauptsächlich haben, dass, wenn er tot ist, dass es jemand mitbekommt. Er hat doch nicht den Tod verdient, aber es geht nur darum, wenn er ihm jetzt eins überzieht mit der Kanone. Aber was sollte er sonst machen? Was sollte er sonst machen? Er wird ihn safe töten. Eben, warum sollte er ihn töten und uns nicht? Dann tötet er doch, wenn alle. Aber kann sein, dass er jetzt auf ihn schießt und dann hilft uns erst Daniel sozusagen. Weil er weiß, dass es Finns Plan war. Daniel wird eh eingreifen, Digga. Ja, was soll denn sonst, also was passiert sonst? Wir machen nichts. Er schießt oder verletzt den Typen auf jeden Fall. Und danach sagt er, yo, ihr könnt jetzt gehen. Wir haben mit der Kraft auch unseren Opa gesaved. Und da sollte es auch keiner wissen. Da sollte es auch keiner wissen. Mann, eine Lektion erteilen, Real Talk, eine Lektion erteilen ist doch nicht töten, Dicker. Was soll das für eine... Also... Ey, als ob er den Typen abknallt. Ich schwöre, er knallt ihn nicht ab. Ich tendiere eher zu rechts, weil ich denke, dass er ihn nicht killt. Ganz ehrlich, wenn er ihm jetzt so mal... Weiß ich nicht. Weil... Wobei, Meryl könnte auch halt... Na gut, er ist nicht besoffen, aber er könnte auch sich vielleicht einbilden, dass er sich alles nur vorgestellt hat. Wozu hat der Typ sonst eine Pump in der Hand?
Wir müssen eigentlich links nehmen. Die Gefahr rechts ist einfach viel zu groß, dass er den Typen abknallt. Es ist einfach 50-50, ob er auf ihn schießt. Es ist einfach 50-50, dass er schießt. Wenn er wirklich schießt, dann könnte ich Daniel das nie verzeihen. Weil mein 9-jähriger Bruder soll jetzt nicht unbedingt sehen. Es tut mir leid. Daniel, schießt er? Get out! Oh, son of a bitch! Nein! Wait! Stop! Fuck! No. Tschüss! Vielleicht doch zwei nehmen sollen. Was wäre bei zwei passiert? Er hätte bei zwei ihn abgeknallt. Er hätte ihn bei zwei abgeknallt. Würde ich sagen. Und Daniel wäre uns sehr sauer gewesen. Ey, bitte lass es jetzt noch nicht vorbei sein. Bitte lass es noch nicht vorbei sein. Ey, das wäre 4,5 Stunden Content. Und das bei meiner langsamen Spielweise. Das wäre so wenig, ne? Nein, ey, nein, das ist... Nein. Toyo, yo, danke dir für 2 Monate. Lass es das jetzt nicht gewesen sein. Bitte nicht. Bitte nicht. Schuh, ich dachte gerade, er hat kein Auge. Warte, nein, der... Oh mein Gott, was? Was ist denn mit diesem Game auf einmal los? Nein, das kann es nicht sein! Einfach Auge! Total verzockt, danke dir für 7 Monate.
Leute, bei der 2 hätte er Dings abgeknallt. Ohne Mist. Daniel wäre so sauer auf uns gewesen, weil das immer noch für ihn ein Freund wäre. Wisst ihr, wie das für einen Neunjährigen ist, wenn er zusehen muss, wie ein Freund von ihm abgeknallt wird und er hat nichts gemacht? Er würde uns hassen. Und das mit dem Auge wäre so oder so passiert. Der wäre so oder so ausgerastet. Ob er... Der wäre, ich schwöre, der wäre sonst ausgerastet wegen, der wäre sonst ausgerastet, weil er halt ihn abgeknallt hätte. Das hätte ihn sonst übertrieben getriggert. Puh. Aber mal ganz kurz Real Talk. Real Talk, ich bin echt ein bisschen... Boah, die Episode war echt... Die Episode war kurz. Kann sein, dass das falsche Wahrnehmung ist, aber wir haben um 18.30 Uhr angefangen. 18.30 Uhr. Um 18.30 Uhr haben wir wirklich angefangen. Das sind 3,5 Stunden. Und wir haben es übertrieben langsam gespielt. Wir haben es sehr langsam gespielt. Front Zero, danke für den Zweier. Willst du den Banner Speedart vielleicht sehen, den ich für Papa Platte gemacht habe? Ja, Digga. Jetzt. Zieh ich mir rein. Ich habe wirklich sau langsam gespielt. Und alles, ich habe alle Gespräche double-checked. Es fühlt sich wie ein Filler an. Ein bisschen. So, du hast Kaffee für die anderen gekocht, nachdem du die letzte Tasse getrunken hast. Haben wir das gemacht? Anderen haben keinen Kaffee gemacht. Du hast beim Messerwerfen einen Volltreffer gelandet. Easy. Du hast versucht, verständnisvoll zu sein, als Daniel Karen erwähnt hat. Ja, Bruder, wer macht das? Du hast die Uhr nicht erwähnt, Junge. 81% einfach. Big Joe. Bruder. 79%, holy shit. Lass mal chillen. Du hast viele Blüten zurechtgeschnitten. Deine Ausbeute war durchschnittlich. Du hast nicht sehr effizient Blüten zusammengeschnitten, Bruder. Ich war effizient. Du hast Daniel beim Geschirrspülen geholfen. Du hast Daniel nicht um Hilfe bei deinen Aufgaben gebeten. Du hast Daniel um Hilfe bei den Kanistern. Du warst am Lagerfeuer nüchtern. 49%, als ob. Du bist mit Daniel schlafen gegangen. Haben auch mehr gemacht. Du warst gegen den Einbruch. Ja, Bruder, wer ist denn für den Einbruch? Du bist vorgetreten, als Daniel Big Joe angegriffen hat. Du hast dir kein Tattoo stechen lassen. 18%. Du hast dir einen Wolf als Tattoo stechen lassen. Du und Finn sind Freunde geblieben. Du und Finn habt euch geküsst? Tschüss, was ist denn jetzt auf einmal los? Hä, wie hätten wir uns denn küssen sollen? Du bist mit Cassie nicht fürs nächtliche Schwimmen gefolgt. Du bist nächtliches Schwimmen mit Cassidy zum See gegangen. Er küsst, weil du Einbruch mitmachst, ja. Hä? Cassidy war wütend auf dich. Mann, Leute, wir hätten sie... Ihr denkt... so, alle denken, dass wir da halt im See keine Ahnung was machen. Es ging halt um den Kiss. Alle denken, dass wir direkt, weiß ich nicht. Also... Aber sie war nicht wütend auf uns. Erstmal wütend werden. Wie kann sie denn wütend auf dich werden? Du hast Cassidys Zelt nicht betreten. Du hast Big Joes Fahrzeuge sabotiert, damit er dir nicht, dass er dich nicht verfolgt. Du hast ein Fahrzeug gestohlen, ohne Big Joe zu alarmieren. Du hast Big Joe geweckt und er hat dich verfolgt. Tschüss. Wer ist denn so verwirrt? Du bist in Merrills Haus geschlichen, ohne bemerkt zu werden. Du bist nach Finn reingekommen und Daniel ist bei Meryl eingebrochen. Hä, als ob einfach 1%. Du bist in Meryls Haus geschlichen. Hä?
Gut, das wäre das gewesen, hätten wir halt gesagt, yo, wir brechen ein, ne? Du hast die Waffe aus dem Safe nicht genommen. Oh. Oh. Du hast Meryl angeschossen und Finn wurde getötet. Oha, also Finn hätte getötet werden können. Du hast nichts getan und Finn wurde nicht getötet. Du hast nichts getan und Finn wurde getötet. Ey, man hätte rein theoretisch nichts tun können und Finn hätte man nicht töten müssen. Er wäre nicht gestorben. Daniel hat morgens auf dich gewartet. Daniel hat sich geweigert, mit den Kanistern zu helfen. Daniel hat mit Sean über seine Wut geredet. Daniel hat seine Kraft eingesetzt. Daniel hat nicht auf Sean gehört, seine Kraft eingesetzt und wurde verletzt. Daniel blieb ruhig, flippte aber nach Finns Tod aus. Finn wurde erschossen und Daniel ist auf Sean losgegangen. Okay, also es wäre mehr oder weniger... Also er hätte seine Kraft in den beiden Fällen eingesetzt. Also Finn blieb ruhig. Daniel blieb ruhig, flippte aber nach Finns Tod aus. Das wäre halt passiert, dann wäre er mad auf uns. Dann ist das hier eigentlich das Beste. Also actually bestes Ending. Mal gucken, was jetzt wieder für ein 3 Sekunden Teaser kommt. Und dann in 8 Jahren kommt der nächste. Im August kommt das nächste erst wieder raus. This is it, son. You're toast. End of the road. No way out this time. We got a lot of room in jail for cop murderers like you. Wir sind allein. You're alone now. Alone.